Lasset uns beten. Gütiger Gott, die heilige Opfergabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke uns neues Leben. Lass uns Frucht bringen, in Beharrlichkeit und die auf immer verbunden bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich kann das nicht mehr verantworten. Es ist früh am Morgen und Sie haben schon 40,2 Fieber. Johannes, ich bin keine Ärztin, aber... Vielleicht habe ich eine Lungenentzündung, Schwester Marie. Möglich, damit ist nicht zu spaßen. Deswegen müssen Sie in ein Krankenhaus. Ich gehe nicht ins Krankenhaus. Ich war noch nie in meinem Leben im Krankenhaus. Das ist schlimmer als Gefängnis. Vielleicht noch zu Schwester Agatha. Waren Sie die ganze Nacht bei mir? Nur die halbe. Renate hat mich ja erst um 3 Uhr angerufen. So. Sie haben übrigens im Fieberwahn gesprochen. Fieberwahn? Habe ich wirres Zeug geredet? Ich habe nichts verstanden. War sehr undeutlich. Nein, nein, ich habe gar nicht zugehört. Das war sehr diskret und rücksichtsvoll von Ihnen. Ich wollte Sie heute Nacht gleich ins Krankenhaus fahren, weil Sie haben sich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich kann mich an nichts erinnern. Aber ich... Tut mir leid. Habe ich Sie getreten? Nein, gebissen. So, jetzt noch ein bisschen das Kopfkissen aufschütteln. In diesem Kartenspiel sind ja jede Menge Asse. Zauberkarten, Schwester Maria. Trickkarten. Ach so, ich verstehe. Zieht euch um, meine Freunde. Zieht euch um. Tschüss, Herr Dekan. Gute Besserung. Danke. Und zieht euch was Warmes an. Und grüßt eure Eltern. Jetzt geht's aber gleich wieder ins Bett. Sie hätten an diesem Morgen die Messe gar nicht lesen dürfen. Auch ein erkälteter Priester begeht keine Gotteslästerung, wenn er seine Pflicht dafür fragen könnte. Habe ich Fieber? Ja, Sie gehen ins Bett. Sofort. Aber erst darf ich mich umziehen, ja? So, mein lieber Johannes, da Sie ja jetzt wieder bei vollem Verstand sind. Einigermaßen, ja. Und mich auch nicht mehr beißen werden.
Hier ist die Einweisung in das Krankenhaus. In den frühen Morgenstunden waren Sie ja nicht transportfähig. Was einem die Gesundheit doch für Streiche spielen kann. Oder das Fieber. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ein bisschen Übertemperatur mich zu einem reißenden Wolf macht. Also, Johannes, geben Sie zu, dass Sie sich schlecht fühlen. Ich bin bettlägerig, aber nicht krankenhausreif. Noch ein Wort und Sie landen bei Schwester Agathe. Was machen Sie denn noch hier? Wir haben für einen Freund gebetet und Buße getan. Aha. Ich auch. Also. Das verstehe ich nicht. Johannes hat gesagt, das Einzige, was wir noch für ihn tun könnten, sei für ihn zu beten. Um Gottes Willen, was hat er denn wieder angestellt? Herr Dekan? Ja. Jetzt geht's aber sofort ins Bett. Ja, sofort. Wo ist die Schwester Maria? Das weiß ich nicht, aber jetzt. Genug gebetet. Wir gehen. Das freut mich. Offensichtlich hat es noch nicht viel geholfen. Ihr Bus ist auch sehr erkältet, Schwester Maria. Sie meinen Dekan Stratmann? Ja, ja. Johannes weigert sich, ein Krankenhaus aufzusuchen. So, tut er das? Ja, das wollen wir noch mal sehen. Ich kann ihn ins Krankenhaus gehen, verstehe ich auch. Ohne mich geht der ganze Laden hier nicht. Meine Verlobte Renate und ich werden wechselseitig unsere Christenpflicht an unserem Mitbruder Johannes tun. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Unser Mitbruder Johannes hat vielleicht eine doppelseitige Lungenentzündung, ihr Christenmenschen. So schlimm? Ja. Ein paar Spritzen von Dr. Mertens, meine Freunde um mich rum, ab und an einen Besuch von Ihnen, Schwester Maria. Und ich bin bald wieder auf dem Damm. Nein, nein, nein und nochmals nein. Ich rufe jetzt den Arzt an und dann werden wir uns alle der fachlich kompetenten Diagnose von Dr. Mertens beugen. Einverstanden? Das ist ein sehr guter Vorschlag, Schwester Maria. Nicht ins Krankenhaus. Ich werde auch nicht mehr beißen. Thomas. Nach Ihrer Plan. Dies ist ein Gotteshaus. Oder bist du gekommen, um gegen den lieben Gott Schach zu spielen? Nö, ich wollte dem Chef nur meinen Schachcomputer zeigen. Darüber wird sich Dekan Stratmann freuen. Aber ich finde, die Kirche ist nicht der geeignete Ort dafür. Woher wollen Sie denn wissen, dass der liebe Gott nicht hier drin sitzt und gegen mich Schach spielt? Ja, unser lieber Herrgott ist überall, auch in diesem Computer. Na also, was regen Sie sich dann so auf? Thomas, ich möchte dich bitten, jetzt die Kirche zu verlassen und draußen weiterzuspielen. Thomas! Habt ihr heute schulfrei? Was soll ich denn jeden Tag in der Schule? Warte mal! Für Priester sind sie noch jung, aber irgendwie auch ein alter Knacker. Thomas. Yvonne Schaumann. Maria Superstar. Wort am Sonntag. Sag mal, ist das Leben nicht ungerecht? Da ackert und schuftet unsere Maria nun schon seit 20 Jahren für den lieben Herrgott, gell? Macht aus dem anständigen Bordell fast ein Kloster und sich sogar noch um mich altes Riff verdient. Und dann nur so ein einziger Auftritt in der Glotze. Und alle finden sie toll.
Na, sie ist doch auch fantastisch, oder? Na, so eine Schlagzeile hätte sie doch schon viel früher verdient. Ohne das Wort zum Sonntag. Worte zum Sonntag sind eben nur Worte. Hier, ich und meine Vergangenheit. Das ist der donnernde Beweis für einen guten Draht zum Herrgott. Glaub mir das. Schwester Maria. Es ist mir äußerst peinlich. Ich gratuliere. Irgendwie unangenehm. Ach was, nun freuen Sie sich doch erst mal, Kindchen. Vielleicht wird da mal eine Riesenrolle draus. In einer Fernsehserie oder so. Dr. Mertens ist gerade oben und untersucht Johannes. Einatmen. Luft anhalten. Warum gehen Sie nicht für 10 Tage ins Krankenhaus? Ich ersticke. Ja, atmen Sie wieder aus. Also? Ich habe in den Karten gelesen. Und die Karten sagen mir, wenn ich jemals in ein Krankenhaus gehe, werde ich es nur wieder verlassen, mit den Füßen voran. Hier, bitte. Sehen Sie. Pikas. Das bin ich. Dieses zweite Pikas ist das Krankenhaus. Und das hier ist die absolute Todeskarte. 3-mal Pikas, das gilt mir. Ja, und so sieht meine Zukunft aus, wenn ich nicht ins Krankenhaus gehe. Schwester Maria, wir werden Johannes bemuttern. Da können Sie sich ganz auf uns verlassen. Aber das weiß ich doch, Fräulein Yvonne. Da habe ich vollstes Vertrauen zu Ihnen. Gut. Ja? Durfte ich Sie um eine kleine Gefälligkeit bitten? Ja, aber bitte. Leihen Sie mir Ihre Sonnenbrille? Natürlich, gerne. Wissen Sie, es muss mich ja nicht gleich jeder erkennen. Geht das? Ja, oh, schön. Erfolg, Glück, was Sie wollen. Auf jeden Fall muss ich in 7 Tagen wieder fit sein. Dann beginnt in Berlin hier die Messe. Umdrehen. Gästekundschaft. Es sind eine Menge Zauberer dabei. Die kommen dann alle in mein Geschäft und ich muss ihnen zu Diensten sein. Meinen Sie Ihren Zauberladen oder Ihren diskreten Spielsalon hinter dem Laden? Spielsalon hinterm Laden, Doktor? Wer hat Ihnen denn sowas geflüstert? Ärztliche Schweigepflicht. Die Orgel Gertrude in der St. Katharina Kirche ist restlos am Ende. Und Schwester Marias Auto braucht unbedingt eine neue Karosse. Ihre Spielhölle ist also sozusagen eine Institution, die auf Umwegen Spenden für St. Katharina einkassiert. Sozusagen. Das hat sich allerdings nicht bis zu mir herumgesprochen. Aber Schwester Maria hält Sie für einen in der Substanz 100%ig anständigen Menschen. 25% vom Umsatz muss ich allerdings als Geschäftsunkosten einbehalten, aber die restlichen 50% gehen regelmäßig nach St. Katharina. Bleiben immer noch 25%. Ach, die? Ja, Risikorücklage für schlechte Tage. Tag. Ich komme von St. Katharina. Ich soll die Post abholen. Ja, wo ist denn Schwester Maria? Wieder im Fernsehstudio. A star is born. A star is born? Ja, gut, dass St. Katharina einen kräftigen Mann geschickt hat. Für Schwester Maria wäre das jetzt wirklich zu schwer. Moment. Ja, was denn? Sie brauchen ein größeres Postfach. Alles für Sie. Für mich? Nein, für Sie. Für Schwester Maria. Ja, da liegen noch mindestens 3 bis 4 Dutzend Päckchen und Pakete. Alles für Schwester Maria. Uiuiui. Ja, und wenn Sie dann noch die Anschreibebriefe gegenzeichnen könnten. Ja, natürlich. Einen Moment. So, wir haben dann die Einschreibebriefe.
zum Gegenzeichen. Schwester Maria! Was? Hast du das gesehen, Kreitlein? Was soll ich denn gesehen haben? Sie grüßt nicht einmal mehr. Und heute Morgen war sie auch nicht in der Heiligen Messe. Ich durfte ja auch nicht hin. Ich musste ja wieder die Remittenten schneiden und die schweren Journale in den Ständern ordnen. Beschweren Sie sich nicht, Frau Lissa. Die Magazine interessieren Sie doch immer am meisten. Hast du es wirklich nicht gesehen, Kreitlein? Schwester Maria war geschminkt. Dafür habe ich doch Augen. Hier, das war Make-up. Und ihre Lippen waren zart rosa angemalt. Ich möchte nur wissen, was sich hinter dieser Brille verbirgt. Wahrscheinlich falsche Wimpern. Ach, meinst du wirklich? Ja, wenn ich es dir doch sage. Dabei hatte Schminke doch gar nicht nötig. Mit Schminke fing die Verdammnis an. Und grüßt mich einmal mehr. Unglaublich. Oh, Thomas, grüß dich. Na, wie geht's? Ich habe eine Idee. Leihst du mir mal dein Fahrrad? Nein. Wieso denn nicht? Hast du was vor? Hast du es eilig? Euch von der Kirche leih ich überhaupt nichts mehr. Mit euch rede ich gar nicht mehr. Katharina Gemeinde, Schwester Maria, guten Tag. Entschuldigen Sie mal bitte, ich bin nicht Ihr Schatz. Und schon gar nicht Ihr süßes Mäuschen. Eine Frechheit. Was bin ich denn nun schon wieder? Oh, entschuldigen Sie bitte. Wie bitte? Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Natürlich benutze ich eine Zahnpasta. Was denn sonst? Ich putze mir ja nicht mit Seife die Zähne. Eine weiße, ja. Nein, nein. Das finde ich überhaupt keine hervorragende Idee. Es geht eine interessierte Öffentlichkeit überhaupt nichts an, wann, wie und womit ich mir die Zähne putze. Seien Sie versichert, auch Nonnen putzen sich die Zähne. Und zwar mehrmals am Tag. Guten Tag. Bitte? Wie bitte? 50.000 Mark! Ach, unterbreiten Sie doch meinem Konvent schriftlich dieses Angebot. Wissen Sie, ich in meiner Funktion als Gemeindeschwester sehe mich außerstande, mit Ihnen da selber zu verhandeln. Dafür haben Sie Verständnis. Gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wiederhören. Allmächtiger Herrgott. 50.000 Mark. Für diese Zähne? Boah, eine machtvolle Versuchung. Gut, ich habe mich dem Wort zum Sonntag nicht entzogen. Ich werde mich auch seinen Folgen nicht entziehen. Was zum Teufel geht hier in meiner Gemeinde vor? Das möchte ich wissen. Ja. Nicht einmal der Heilige Vater in Rom erhält so viel Post wie Sie, Schwester Maria. Meine Güte. Ach, du meine Güte. Aber irgendwie, Herr Kaplan, ich Ihnen helfen, erfüllt es mich auch mit Stolz. Päckchen und Pakete werden heute Nachmittag von der Post angeliefert. Aha. Ich fürchte, allmählich bekommen Sie Platzprobleme. Gern würde ich Ihnen helfen, die Post zu sortieren, zu ordnen und zu lesen. Zu beantworten wäre wichtiger. Aber ich wurde zu einem seelsorgerischen Gespräch gerufen. Ein sehr wichtiges und sehr schönes Gespräch. Seelsorgen Sie, Herr Kaplan. Ich schaffe das schon. Frau Yvonne war eine gefallene Seele. Aber jetzt hat sie zurück zu Gott gefunden.
Fräulein Yvonne wird ihre ganze seelsorgerische Kraft auf die Probe stellen, Herr Kappler. Frau Yvonne ist ein so herzensguter Mensch. Und sie bedarf nicht nur meines Trostes, sondern sie gibt mir auch ganz persönlich als jungem Seelsorger sehr, sehr viel. Ja. Wirklich. Nicht alles, was ich denke, ist wohlgedacht. Nicht alles, was ich tue, ist wohlgetan. Aber ich bitte dich inständig, vertreibe das Misstrauen aus meinem Herzen. Der Typ da draußen hat mir gesagt, dass sie hier drin sind. Der Typ da draußen ist unser Küster, ne? Scheiße! Warum kriege ich das Ding nicht in den Griff? Jetzt muss ich noch einen Techniker holen. Naja, ich nehme an, du willst mich was fragen. Ne? Dann komme ich zu dir runter. Das Mikrofon im Eimer? Kaputt. Liegt an den Kontakten. Darf ich mal nachgucken? Na klar. Der rote und der grüne Draht machen Kurzschluss. Der rote? Wo ist denn da ein roter und grüner Draht? Glauben Sie mir oder glauben Sie mir nicht? Natürlich glaube ich dir. Soll ich Sie wieder festmachen? Klar, wenn du kannst. Haben Sie Isolierband? Das brauche ich. Isolierband? Bitte. Na, geht's? Ja, ja, geht. Hallo, hallo. Ist das jetzt besser? Mann, Thomas. Klasse. Test, 1, 2, 3. Test. Meine Katholiken sind alle doof. Sag mal, bist du verrückt geworden? Schalt das Mikrofon ab! Schwester Maria ist nicht so doof, aber Kümmerling ist der Döste. Ich habe dir gesagt, du sollst das Mikrofon abschalten. Du bist doch zu mir gekommen, um mit mir zu reden und nicht zu brüllen, oder? Also, außerdem ist es ganz schön unfair. Du hast ein Mikrofon, ich habe keins. Runter. Sie haben recht. So. Jetzt von vorn, ganz langsam. Alle Katholiken sind doof. Maria ist nicht ganz so doof, dafür ist Kümmerling der Blödeste. Hm? Genau. Warum? Vielleicht bist du nicht so doof. Ich weiß nicht genau. Naja, wenn du meinst. Sag mal, mein Freund, möchtest du mich prüfen? Ja. Mhm. Na, dann prüf mich mal. Darf ich in deiner Kirche Schach spielen? Nichts gegen anzuwenden. Ich frag mich nur, warum. Dein Gott ist nicht böse, wenn man in deiner Kirche Schach spielt? Nein. Mein Gott ist nicht böse. Aber Thomas, ist es nicht etwas ungewöhnlich, dass du ausgerechnet hier oder in der St. Katharina-Kirche Schach spielen möchtest? Natürlich ist das blöd. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, tu mal, tu dir keinen Zwang an. Mich musst du aber entschuldigen. Ich muss arbeiten. Hast du Schwester Maria lieb? Ja, ich habe Schwester Maria lieb. Sehr lieb. Wie ich meine eigene Schwester lieb habe. Und jetzt hör mir mal ganz gut zu, du drei Käse hoch. Noch so ein Ding und ich leg dir übers Knie und walke dich durch. Wie fändest du das? Als mein Vater noch lebte, hat er mich auch oft verdroschen. Heute verdrischt mich keiner mehr. Ich kann anstellen, was ich will. Jeder sagt nur, der arme Junge.
Und dieser blöde Kümmerling, der hatte nur Angst um seine Kirche. Und vor Gott. Thomas, du redest Unsinn. Komm, pack mal zusammen. Ich zeig dir jetzt was. Sei mir nicht böse, Thomas, aber ich habe unheimlich viel zu tun. Hm? Aber da drüben sind ein paar Jungs und Mädchen aus meiner Gemeinde, die langweilen sich. Und einige von denen spielen ganz gut Schach. Interessieren sich auch bestimmt für deinen Computer. Hm? Na, willst du hingehen? Wir beiden können ja später noch ein bisschen quatschen. Wir haben jetzt genug gequatscht. Sie sind in Ordnung und kümmern den gestern Arsch. Verkloppt ihn! Oder schlagt ihn im Schach! Danke. Meine Schande. Hast du das gesehen, Kreidlein? Diese Person und unser lieber Kaplan. Ich dachte, meine Augen nicht zu trauen. So skandalös. Skandalös. Thomas, willst du vielleicht evangelisch werden? Hey, Moment mal, Moment mal. Was soll die dumme Frage, Rainer? Na, komm mal her. Was war denn das gerade? Na, wieso taucht denn der Pfiffi hier bei uns auf? Was heißt denn hier Pfiffi? Der Pfiffi hat euch doch alle im Schach geschlagen, oder? Ja. Also. Rasiert hat er uns, echt schräg. Du, der wird mal Weltmeister. Die Frage war trotzdem saublöd. Aber der Kleine ist stinksauer auf seine Leute. Mhm, und ich werde gleich stinksauer, wenn er nicht verschwindet. Also kommt, Herrschaften, komm, zusammenräumen, eure Zeit ist um. Ehrensache, Herr Pastor. Um den Thomas kümmern wir uns in Zukunft. Ja. Der Kathole ist ein Genie. Danke. Tschüss. Tschüss. Grüßen Sie unsere Freundin. Schwester Maria. Da ist ja noch ein prall gefüllter Postsack. Alles für Post. Ja. Es sind sogar jede Menge geschmacklose Heiratsangebote dabei, Herr Dicker. Was du nur beweist, dass einige Fernsehzuschauer wirklich Geschmack haben. Darf ich? Sie werden alle diese Briefe sogar lesen müssen. Schwester Maria, nein, das kann ich nicht. Ich bin krank. Mein Rheuma. Davor schützt sie ihr Rheuma nicht. Es ist eine Arbeit für theologische Profis wie Sie und Herrn Kümmerling. Und nicht zuletzt auch unseren verehrten Herrn Weihbischof, der mir diese ganze Sache überhaupt erst eingebrockt hat. Also, Schwester Maria, also dieser Brief müsste Ihre unerschütterliche Moral aufs Grässlichste auf die Probe stellen. Darf ich mal? Das ist noch das Harmloseste. Schwester Maria, jetzt müssten Sie eigentlich rot werden. Jedenfalls gratuliere ich Ihnen nachträglich zum grandiosen Erfolg. Es war wirklich fantastisch. Und wir werden Ihnen helfen, Kümmerling und ich. Sie können sich auf uns verlassen. Danke. Wie geht es eigentlich unserem Freund Johannes? Besser. Schön. Auch ein Cappuccino? Ja, sehr, sehr gern, sehr gern. Ja, hoffentlich ist er zur Messe wieder auf dem Damm. Wieso? Diese düsteren Seitenpfade seines Lebens schlägt mein Johannes nicht mehr ein. Schwester Maria, hier schreibt eine Zuschauerin aus Linz, ob sie vor ihrem Eintritt ins Kloster mal Miss Austria waren. Leider nein. Nur Kreismeisterin im 100 Meter Rückenschwimmen. Allerdings schon mit 14. Schreiben Sie das der Dame aus Linz. Schwester Maria, allmählich entwickeln Sie Starallüren. Unsere Schwester Maria, wir kennen sie erst ganz kurz, aber die ist so bescheiden. So bescheiden, ja. Aber ihr habt doch gerade über die hergezogen. Und dann ist sie immer so fleißig, auch in der Gemeinde, und fährt mit dem Rad spazieren zu den Armen und beklagen. Guten Tag, Schwester Maria! Schwester Maria! Ich habe einen Neffen in Zwickau. Der hat mich extra angerufen. Er möchte unbedingt ein Autogramm von Ihnen. Oh, bitte, aber natürlich, wenn das Ihrem Neffen in Zwickau etwas bedeutet. Ja. Halten Sie mal. Ja. Haben Sie das zu schreiben? Nein, habe ich leider vergessen. Haben Sie das? Oh, wie schön.
Ach, aus der Hand schreibt sich das so schlicht. Ja. Drehen Sie sich mal um. Machen Sie mal einen Buckel. Oh. So. Oh. Soll ich einen Wettpunkt dazu schreiben? Nein. Nur Ihren Namen, bitte. Oder vielleicht einen Bibelspruch? Nein, bitte nur den Namen. Wie heißt denn der Neffe? Manfred. Hat er auch einen Nachnamen? Nein, bitte nur Manfred. Für Manfred? Ja. Alles Liebe, Schwester Maria. So. So, Frau Weber, bitteschön. Oh, danke, Schwester. Danke. Danke. Oh. Wiedersehen, Frau Weber. Wiedersehen. Kreitlein, ich habe wieder meine Zustände. Oh, bitte bring mich in unser Heim. Ab ins Heim. Ja. Oh. Du musst gesund werden, Johannes. Zähne zusammenbeißen. Die Zähne, Johannes, und nicht den Hintern. Das wird das nichts. Ah! Oh! Ihre Spritzen machen mich krank, Doktor. Geduld. Ich stelle fest, der schlechte Ruf von Paledamu hält sich länger, als der Schwester Maria den neuen guten Ruf des Hauses der Liebe durchsetzt. Da sind schon wieder drei Männchen, die bei uns Trost und Hilfe suchen. Ewald, red nicht so geschwollen daher. Also dann, bis morgen früh. Ach, ist das gemütlich. Jetzt hat die Yvonne den Kümmerling schon an der Haustür. Aber die Treppen hoch kriegt sie nicht. Ewald, hör auf. Du weißt, dass du mit deinem Geschwätz meine Gefühle verletzt. Klar? Du und deine Gefühle. Ja, wohl. Meine Vorstrafen haben auch etwas Gutes bewirkt. So, Herr Dekan. Jetzt gibt's was gegen Ihre Erkältung. Schön. Ihr fragen bitte, außer dass Sie das beste Gulasch zwischen hier und Budapest machen, können Sie doch auch noch Steno, oder? Was ich einmal gelernt habe, vergesse ich nie. Ja, es gehört zwar nicht zu Ihren Obliegenheiten und Pflichten, aber wir würden Schwester Maria sehr entlasten. Schauen Sie, hier ist ein Stapel Briefe, alles Unsinn. Aber da gibt es welche, da tun sich seelische Abgründe auf. Die Schreiber bedürfen unseres theologischen Beistands und da wollen Sie mir doch helfen. Ja. Also, die Adressen, die können Sie später einsetzen, aber schauen Sie sich erst einmal diesen Brief an. Da schreibt ein ganz unverschämter Geselle. Er schreibt: Schwester Maria, ich verfluche Sie und auch Fluch über Ihre weiteren Lebensjahre. Aber Herr Dekan, einem solchen Dummkopf werden wir doch nicht antworten. Wie kann er so eine Unflätigkeit an Schwester Maria schreiben? Liebe Frankfurter, wir werden antworten und dieser Brief wird mir eine Freude sein. Also, schreiben Sie. Ja. Sehr geehrter Herr. Wir bedauern zutiefst, dass Sie unsere Gemeindeschwester verfluchen und ihr auch noch einen Fluch auf ihren weiteren Lebensweg mitgeben. Wir sehen darin aber kein Risiko, dass Sie unsere Gemeindeschwester verfluchen, denn die Lebensversicherung hat die Prämien nicht erhöht. Ja, und dann schreiben Sie noch mit allen guten Wünschen für Stil und Inhalt weiterer Briefe aus Ihrer Feder an andere Adressaten. Stratmann, Dekan. Dem haben Sie es aber gegeben, Herr Dekan. Naja, also wir haben hier Briefe, da steht viel Unsinn drin, aber dann haben wir auch Briefe, die sind von denen, die mühselig sind und beladen. Und da müssen wir uns Mühe geben. Und wenn es die ganze Nacht dauert? Frankfurter, es wird Wochen dauern, Wochen. Morgenkompost, Übermorgenkompost, na und so weiter. Das hatte ich vergessen. Da hat uns Schwester Maria mit ihrem machtvollen Fernsehwort ja einiges eingebrockt. Ja, das darf man wohl sagen. Ach bitte, seien Sie doch so freundlich und tun Sie mir eben eine Zigarre rüber. Ja. Gerne. Danke. Herr
Herr Dekan, ich habe Ihnen doch ausdrücklich... Bitte schreiben Sie, Frau Hagenkötter. Bitte! Nervdings da. Negativbox ist das. Genau, anschließen. Punkt macht um der Weihbischof und nimmt den dämlichen Kümmerling die Beichte ab. Echt geil. Und wir sitzen oben auf seiner Onkel und hören zu. Genau. So, fertig. Komm. Seiner ganzen Vielfältigkeit klug und weise war. Du zweifeltest an Gott? Nein, aber an der Komplexität seiner Schöpfung. Eine Stubenfliege hat mich 3 Nächte hindurch belästigt. Ich konnte nicht einschlafen, aber ich vermochte sie auch nicht zu töten. Ach so, Absolvente. Ich wage mich auch nicht mehr, mich unserer Gemeindeschwester Maria mit fröhlichem Herzen zu nähern. Doch etwa kein Nein. Im Gegenteil. Ich empfinde mich als nichtswürdigen theologischen Wurm. Nachdem sie so einen großen Erfolg gehabt hat und die Herzen von Millionen berührt. Was soll das denn? Was hast du denn? War doch lustig. Nee, das war's nicht. Das war gequälte Scheiße. Morgen, Lotto, Schwester. Schon wieder? Diesmal sind es noch mehr. Heute sind es 30. Nein. 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 Hilfe. Jetzt beantworten wir aber nur noch Briefe mit Rückporto. Ja, ja. Also wenn das so weitergeht, Schwester Maria, dann bekommen Sie mehr Post als ein katholischer Kirchentagbesucher haben. Naja, also die meisten Geschenke kommen natürlich in unseren Kindergarten. Oder wollen Sie den vielleicht zu kosten? Und die goldenen Ketten mit den goldenen Kreuzen und die silbernen Rosenkränze, wo kommen die hin? Ja, also wenn Sie nichts dagegen haben, verteilen wir die Präsente an junge Ehepaare oder Täuflinge. Das ist ein guter Vorschlag, Schwester Maria. Ach du meine Güte, ich muss ja zur Familie Krämer. Die Frau Krämer, die liegt schon wieder im Krankenhaus. Und die Oma ist auch nicht so richtig auf dem Post. Und ich habe versprochen zu kochen. Jetzt lasse ich sie mit den ganzen Sachen allein. Ja, tut mir leid. Macht nichts, macht nichts. Tut mir leid. Wiedersehen. Tschüss. Johannes. Komm rein. Das Maximum bei uns beträgt 10 Mark, meine Herren. Wir wollen hier keinen abzocken. Es ist nur der Reiz. Genau. Und? Eine neue. Danke. Wir kennen uns doch. Und
nicht, man glaubt, Menschen zu kennen. Auch wenn sie sich total verändert haben. Äußerlich wie innerlich. Prost. Bitte, meine Herren. Nein, der Minimaleinsatz in diesem Fall beträgt 50. St. Katharina dankt. Ich will sehen. Ich bin weg. An Nico Ross. Ich will auch sehen. Ich auch. Das gibt's doch. Dagegen kommst du doch gar nicht. Entschuldigung, Herr Doktor, ich kann im Moment nicht aufstehen. Mich wundert, dass Sie überhaupt sitzen können. Für eine gute Sache. Immer. Alles frei, Schwester Maria. Ich muss überhaupt nicht mehr husten. Die Zigarre schmeckt wie früher. Das freut mich, Herr Dekan. Wie geht's eigentlich, Schwester Maria, der Familie Krämer? Naja, Herr Krämer hat Probleme mit seinem Arbeitsplatz. Und Frau Krämer ist, wie Sie ja wissen, seit Jahren leidend. Die jüngste Tochter sagt schon bald Mama zu mir. Lässt sich nicht leugnen, Schwester Maria, dass Sie selbst unseren jüngsten Gemeindemitgliedern schon mehr bedeuten, als sie sich anfangs zugetraut haben. Außerdem können sie die Massen begeistern. Sie sind für mich, ich weiß, Sie lieben keine militärischen Vergleiche, also für mich sind Sie die Speerspitze der päpstlichen Bataillone. Und ich soll Sie fragen, ob Sie das Wort zum Sonntag alle 4 Wochen sprechen können. Gütiger Himmel, nein, 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 nein. Also eine Ablehnung. Nein, natürlich nicht. Das wäre ungehorsam. Eben. Aber durch diese Tätigkeit haben Sie so viele Mühen. Ach, Sie haben so viel Aufwand. Selbst Pastor Wilmer stellt sich ja über Gebühr. Und der steht immerhin einer großen, bedeutenden Gemeinde vor. Guten Abend. Johannes, Sie sollen doch im Bett bleiben. Was willst du denn noch so spät hier? Ich muss gleich wieder ins Bett zurück, Herr Dekan. Ich fühle mich noch etwas schwach. Pastor Wörm wird mir sicherlich sein Auto leihen und dann bringe ich Sie heim. Johannes, Sie sehen ja ganz käsig aus. Ja. Ewald steht unten, der bringt mich dann wieder zurück. Auf seinem Motorrad, natürlich. Johannes, Sie gehen sehr liederlich mit Ihrer Gesundheit um. Gute Nacht. Gute Nacht, Johannes, gute Nacht. Gute Nacht. Angenehme Ruhe. Was, wieso ist er denn so plötzlich hier in der Nacht aufgetaucht? Was wollte er denn? Wissen Sie, Schwester Maria, es ist eine Tugend, Fragen zu stellen und viel wissen zu wollen, aber es gibt auch Antworten, die eine reine Seele, so wie die Ihrige, beschädigen würden. Ach nein, das glaube ich nicht. Was ist denn in dem Brief da drin, den er Ihnen gegeben hat? Ach, das ist nur so etwas mit dieser dummen Zahnpasta-Reklame. Nein, 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 das ist nicht dieser Brief. Sagen Sie, wollen Sie ein neues Auto? Nein, nein. Dafür haben wir im Moment wirklich kein Geld. Die Orgel Gertrude ist wichtiger. Sie könnten aber beides haben. Ja. Und jetzt rufe ich den Pastor Wölln, dass er Sie ins Bett bringt. Herr Dekan, mitunter formulieren Sie etwas doppeldeutig. Jawohl, ich begebe mich zur Nacht und denke nach. Und morgen werde ich Ihnen einige wichtige Fragen stellen. Gesegnete Nacht. Und bis morgen, Schwester Maria, werde ich mir einige sehr schöne Antworten ausgedacht haben. Allmächtiger Herr. Dekan Stratmann wird sich niemals mit zweifelhaften Geschäften von Johannes gemein machen.
oder? Andererseits wäre der Weihbischof heute nicht Weihbischof, hätte Dekan Stratmann ihm nicht bei den Übersetzungen aus dem Hebräischen geholfen. Doch auch schon ein zweifelhaftes Geschäft. Und wieso drängt er mir plötzlich ein Auto auf? Fragen über Fragen. So, auf der Seite unsere neuen Modelle. Durchweg preislich gute Angebote. Also, guck dir mal an. Neue TÜV, neue ASO. Schwester Maria. Ja. Na, das wäre doch das richtige Modell für Sie. Gediegen, geräumig, nicht zu langsam. Herr Gnecco, bei aller Liebe, was macht das denn für einen Eindruck? Eine Gemeindeschwester und eine Nobelmarke. Ich bin zu Armut und Bescheidenheit verpflichtet. Und zu effizienter Schnelligkeit, das gebe ich allerdings zu. Wieso? Das Wichtigste vorn dran ist doch schon abgebrochen. Auch ein Abbruchauto ist eine soziale Herausforderung, die sich N-E-I-D, Neid, buchstabiert. Gucken Sie mal, der wäre doch praktisch. Aber Schwester Maria, Sie sind doch nicht der effiziente Bustyp, sondern der spritzige, rassige Sportwagentyp. Aha. Ziemlich reifer Jahrgang. Ja, Beine werden besser, Autos nicht. Herr Gnecco, machen wir uns nichts vor, das Auto an sich ist für viele Menschen ein Fetisch. Es steht mir nicht an, über andere Menschen zu urteilen, aber dieses Gefährt ist doch wohl furchtbar. Ist ja witzig, sogar noch mit Lenkradschaltung. Die Farbe ist entsetzlich. Stellen Sie sich mal vor, ich würde mit so einem Schlitten durch unsere Gegend fahren. Pastor Wölm würde in eine dreintägige Ohnmacht versinken. Nein, nein, nein. Vielen Dank, Herr Gnecco, dass Sie mich hierher gebracht haben. Aber wenn ich es mir recht überlege, ich brauche überhaupt kein Auto. Ich habe mich jetzt so an das Fahrradfahren gewöhnt. Und Sie und Markus, sogar Ewald, alle sind sehr freundlich, wenn ich wirklich mal ein Fahrzeug brauche. Aus werblichen und geschäftlichen Gründen wäre dieser Amischlitten für die St. Katharina-Gemeinde ein Hammer. Ein Hammer? Ich betrachte ein Fortbewegungsmittel nicht unter diesem Gesichtspunkt. Aber Dekan Stratmann würde die Sache einen Heidenspaß machen, wetten? Eben. Jetzt haben Sie sich verraten. Einen Heidenspaß. Diese Fahrzeuge sind Fetische, Götzenberg, aber nichts für uns Christmenschen. Aber nun reden Sie doch nicht so selbstgefällig. Kaplan Kümmerling wird darin aussehen wie notgelandet. Sehr komisch. Ich bin nicht selbstgefällig, Herr Gnecco. Ich erlaube mir nur ein Urteil. Worüber diskutieren wir eigentlich? Aber in diesem Auto würden noch mindestens 7 Personen Platz finden. Also ich gehe jetzt. Chef? Chef? Was sollen die Karre kosten hier, unter Brüdern? So wenig? Und wie viel schluckt der? So viel? Sagen Sie mal, sind Sie stumm? Diskretion ist bei uns Ehrensache. Ach was, ist das wahr? Wer war denn der Vorbesitzer von diesem Schlitten? Der Wagen gehört einem Zuhälter, aber der sitzt seit Monaten im Knast. Ah ja, Diskretion Ehrensache. Der Preis ist annehmbar. Schwester, komm gleich. Für den Realwert kauft doch kein Mensch diesen Schlitten, wenn ich ehrlich sein darf, ja? Wer will schon einen Schluckspecht in der Familie haben? Diesen Loddel erwarten noch erhebliche Prozesskosten und eine langjährige Freiheitsstrafe. Sonst wird er doch diesen Schlitten nicht aus der Hand geben. So ist es. Sie sind ein klar denkender und weitsehender Geschäftsmann. Und nun noch ein Geistesblitz. Die Karre gehört dem Schlachthof, Rudi. Richtig? Klar, Mann. Diskretion, Ehrensache. 15.000, letzte Woche. Tschüss. Herr Gnecco, warum wollen Sie mich denn nun unbedingt zu einem Auto überreden? Weil Sie mit Stratmanns Blechkarre die ganze Gemeinde blamieren. Und Sie wollen das uns wirklich schenken, ja. Weil ich blöd bin. Einen Wunsch haben Sie frei. Ich habe mir schon sehr oft geholfen. Bitte, steigen Sie ein.
Naja, ein Mofa mit einem Einkaufskorb vorn und hinten würde mir eigentlich schon reichen. Ist doch schneller als ein Fahrrad. Ich meine, immer den Fortschritt. Und viel gefährlicher, sowohl für ein Fahrrad als auch für ein Mofa, bietet Ihnen Ihre Haube eine viel zu geringe Knautschzone. Sie brauchen wieder ein Auto und basta. Sicher ist er nicht gerade, aber echt. Wer wird denn Schwester Maria was klauen? Ordensschwestern haben keine irdischen Güter. Allerdings würden mich meine Presbyter in die Psychiatrie einweisen lassen, wenn ich mit so einem Fausthieb an Geschmack vorfahren würde. Euch Protestanten fehlt es eben an Humor, aber vor allen Dingen fehlt euch das Gefühl für Wirkung. Aha. Eure Gottesdienste gegen unsere Messen ist doch langweilig. Dieses Auto hier hat etwas von unserer katholischen Opulenz. Oh ja. Schwellenden Formen, auffällige Farbe, groß im Ganzen. Hat Dekan Strattmann diese ihre Rede abgesegnet? Noch nicht, aber er wird es sagen. Aha, der Himmel stehe Ihnen bei. Schwester Maria hat auch ihre schwache Seite. Diese hier. Nein. Ja, sie hat einen Hang für Kitsch. Also auf jeden Fall, wenn es sich um Auto handelt. Sie müssen uns helfen. Sie traut sich nur nicht. Johannes, ich weiß nicht so recht. Also, erstens hört Maria nicht unbedingt auf jeden Ratschlag, den ich ihr gebe. Und zweitens kann ich ihr wirklich schlecht raten, ein Auto zu kaufen, das ich für eine Katastrophe halte. Mal ganz ehrlich, Herr Pastor. Ist dieses Auto katholisch oder nicht? Johannes, selbst auf die Gefahr, dass ich Sie jetzt kränke. Wenn ich mir das ganze Brimborium hier ansehe. Ja. Na also.
Bank, hä? Na, das ist der blanke Wahnsinn, ne? Haben wir extra für die Schwester Maria. Es waren Tausende von Leuten. Nein, haben wir gesagt, nur für Schwester Maria. Nein, nein, Jungs. Euch gehe ich nicht auf den Leim. Was ist das denn? Pfui. Wenn wir Schwester Maria in diesen Karren bekämen, dann würden sich wahrscheinlich einige ehrenwerte Seelen in unserer Gemeinde die Mäuler zerreißen. Aber bedenken Sie, Herr Kümmerling, den psychologischen Effekt. Wir könnten vielleicht dadurch wieder einige verloren gegangene, aber immer noch neugierige Seelen in unsere Kirche leiten. Jedenfalls in die Nähe, wenn der Wagen da geparkt ist. Herr Dekan, Schwester Maria hat soeben angerufen. Sie möchte sich umgehend mit Ihnen treffen. Sie wüssten schon wo. Na, ihr beiden. Seid ihr auch schön mit dem Ding hier an Marias Haus vorbeigefahren? Ganz gefühlvoll und langsam. Schön. Intrigen dieser Art sind mir ein Gräuel. Ich habe klipp und klar erklärt, dass ich kein neues Auto wünsche. Und schon gar nicht dieses abscheuliche Modell. Schwester Maria, in einer vertrauten Stunde haben Sie mir mal erzählt, dass Sie als ganz junge Novizin immer Mickey-Maus-Schlafanzüge getragen haben. Obwohl Nonnen doch sonst diese wunderschönen, handgenähten Nonnenschlafgewänder tragen. Ja und? Was soll das besagen? Was bitte schön hat die Mickey Maus mit diesem Auto zu tun? Schwester Maria, sehr viel, sehr viel. Sie sind jetzt erregt, aber ich bitte Sie, schenken Sie mir eine Schwachminute. Da wir im Augenblick unserem Herrgott etwas näher sind, wiederhole ich noch einmal mein kategorisches Nein. Schwester Maria, bitte eine Minute. Ich habe eine intime Frage. Bitte? Was bitte? Ja. Ach so, ja. Wie schlafen Sie und was haben Sie da an? Immer noch diese Mickey-Maus-Schlafanzüge? Habe ich wieder zu viel gesalzen, Schwester Maria? Natürlich nicht, Frau Hagenkötter. Entschuldigen Sie, wenn ich koste, aber Sie wissen, Herr Bäcker muss absolut salzlos essen. Wegen seines Blutdrucks. So, und das hier ist ein Bäckers Gulasch. Extra salzlos gekocht. Probieren Sie mal. Aber sehr salzlos. Schmeckt eigentlich noch gar nichts. Aber Bäcker davon gesünder wird, wage ich doch sehr zu bezweifeln. So, und das hier ist sein Schlabbergemüse. Autos sind an und für sich reine Geschmackssache. Sie jetzt auch noch, Frau Hagenkötter? Nein, ich behaupte mal ganz kühn, Autos sind nicht reine Geschmackssache, sondern sie sind mitunter die schiere Geschmacklosigkeit. Sie haben also keinerlei Interesse an diesem rollenden... Wollten Sie Bordent sagen? Sagen Sie es ruhig. Sagen wollte ich es nicht. So ein Wort nehme ich nicht in den Mund. Ich fürchte nur, unser verehrter Herr Dekan hat eine andere ästhetische Vorstellung als wir beide. Schwester Maria? Immerhin, er hat nicht ungeschickt argumentiert. Hat er Sie etwa schon rumgekriegt? Er will natürlich immer nur Ihr Bestes. Liebe Frau Hagenkötter, wir beide brauchen uns über dieses Auto nun wirklich nicht zu unterhalten. Da bin ich absolut Ihrer Meinung. Anmaßend, scheußlich und was den Benzinverbrauch betrifft, wir sind zu 150% dagegen. Im Prinzip ist mir ja Widerspruch nicht gestattet. Aber in diesem Falle, ja. Wie transportieren Sie nun eigentlich dieses ganze Essen? Der Größe unserer Gemeinde angemessen. Schwester
Schwester Maria, wo haben Sie denn das Gefährt aufgegabelt? Tja, aus einem Schuppen bei Herrn Gnecko. Sowas hat er noch? Und er wollte sich überhaupt nicht davon trennen. Damit hat er als kleiner Junge Zeitung ausgetragen. Obwohl seine Familie vermögend war. Deswegen ist er so stolz drauf und hängt heute noch dran. 5 Liter Hubraum, 8 Zylinder. Dem Vernehmen nach sollen Sie sich schon unter die Kühlerhaube begeben haben. Gar nicht wahr. Na ja, rein technisches Interesse. Warum hast du während der Morgenandacht dreimal genießt, meine Tochter? Ich habe mich verkühlt, Schwester Prokuratorin. Bitte stell das ab. Ist sie da? Die ehrwürdige Mutter ordnet Blumen. Bei diesem gottgefälligen Werk kann ich sie wohl stören. Die Schwester Prokuratorin, ehrwürdige Mutter. Schick sie doch herein. Bitte. Was gibt's denn, meine Liebe? Schwester Prior. Ich liebe bunte Blumen. Du auch? Selbstverständlich. Es gibt einige Vorgänge, die ihrer letztgültigen Entscheidung bedürfen. Was muss ich denn entscheiden? Meistens entscheidest doch du, wenn du mich nicht fragst. Was gibt's denn Schönes? Hier sind Heiratsangebote. Die nächste Seite. Es betrifft selbstverständlich unsere Mitschwester Maria. Schön. Maria macht mir immer wieder viel Freude. In einem Zeitungsartikel stand, dass sie über 30 Heiratsanträge bekommen hat. Es gibt wohl viel unwissende Männer, nicht? Geschmacklosigkeiten, Schwester Priorin. Wenn man es negativ sieht, sind es Geschmacklosigkeiten. Andererseits beweist es natürlich die Brillanz, mit der... Naja, beweist es nur, wie gut Maria über den Fernsehschirm kommt. Sie muss unbedingt weitermachen. Sie verkündet Gottes Wort mit fröhlichem Herzen. Und da vergessen eben viele Männer, wo ihre Grenzen sind. Hast du ihr letztes Wort zum Sonntag aufgezeichnet? Natürlich, wie sie es wünschten. Auch 5-mal kopiert. Ja, was soll ich denn hier entscheiden? Unterschreiben Sie diesen Brief an den Zahnpasta-Hersteller. Eine Mitschwester unseres Ordens steht für Zahnpasta-Werbung natürlich nicht zur Verfügung. Oder sind Sie der anderer Auffassung? 50.000 Mark für eine lächelnde, makellos bezahnte Nonne ist auch ein Argument, meine Tochter. Und Schwester Maria hat sehr schöne Zähne. Wir lehnen selbstverständlich ab. Lehnen 50.000 Mark ab. Einfach so. Ja. Sie unterschreiben mit dem Chef grün. Richtig. Sieht ja auch viel hübscher aus. 50.000 Mark. Hat Maria sich eigentlich zu diesem Angebot geäußert? Nein. Sie hat es an uns weitergeleitet. Mir aber empfohlen, Abstand von diesem paradentösen Angebot zu nehmen. Das wundert mich. Schwester Maria hat sonst in materiellen Dingen einen sehr eigenen Kopf. Das stimmt allerdings. Bitte? Ah, ein Brief vom Dekan Strattmann. Na sowas. Unbotmäßiger Ungehorsam. Passt gar nicht zu Maria. Gehen wir an die frische Luft, meine Tochter. Etwas nachdenken und Gottes Natur genießen. Türkisgrün. Unmöglich. Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst. Wieso?
Weißt du was? Ich habe eine halbe Stunde Zeit. Ich mache mit dir die Runde. Du hast gar nicht eine halbe Stunde Zeit. Du musst gleich in euer evangelisches Krankenhaus die Morgenandacht halten. Mit der Zeit kenne ich deinen Terminkalender besser als du, Siegfried. Ob ich die Morgenandacht nun 5 Minuten früher oder später halte, das ist völlig egal. Wie kannst du sowas sagen, Siegfried? Vorsichtig. Auf jeden Fall bekommen deine Schutzbefohlenen pünktlich und warm ihr Essen. Ich betone warm. Warum fährt das Essen eigentlich nicht das Hilfswerk von den Maltesern? Dafür sind sie doch da. Im Prinzip richtig. Unser Malteser-Hilfswerk liefert täglich 70 Essen aus. Aber 5 Leute wollen mich sehen. 2 davon muss ich füttern. Ich danke dir, Siegfried. Ein VW-Bus wäre für die St. Katharina-Gemeinde gar nicht so dumm. Aber Baujahr 76. Was du schon wieder alles weißt. Es gibt Gemeindemitglieder in der St. Katharina-Gemeinde, die sind der Ansicht, ich sei der Einzige, der mit dir reden kann. Und dass ich dich in gewisser Weise zu lenken vermag. Wie Dekan Stratmann. Meine Liebe, der Altersunterschied zwischen Stratmann und dir ist etwas größer als zwischen uns beiden. Stratmann ist sozusagen eine neutrale Zone. Maria, bin ich für dich eine neutrale Zone? Ganz schön frech, Siegfried. Hältst du hier? Hier wohnt Herr Bäcker, den muss ich füttern. Ich meine, ich muss ihn nicht füttern, er hat das halt gern. Als seine Frau noch lebte, hat sie ihm auch die Butterbrote ganz klein geschnitten. Jetzt hat er niemanden mehr, der ihn so ein bisschen verwöhnt. Dann geh mal klein schneiden und füttern. Ja, dass das dauert, war doch klar. Du neutrale Zone. Hm. Dann gehe ich eben jetzt zu Fuß ins Krankenhaus und halte meine Andacht ab. Tja, dir wird nichts anderes übrig bleiben, Siegfried. Den Jeep vertraust du mir doch an. Natürlich. Jetzt sag bloß nicht, ich hätte dich reingelegt. Du hast mich gezwungen, in diesen Wagen einzusteigen. Jetzt trag auch die Konsequenzen. Naja. Bewegung tut gut. Das finde ich auch, Siegfried. So. Hast ein bisschen zugelegt. So lüften. Hm. Was du so alles siehst, hier ist dein Töpfchen. Dekan Stratmann empfiehlt uns, Maria zu überzeugen, sich nicht dem Kauf eines neuen Gemeindewagens zu verschließen. Hier ist das Modell. Dekan Stratmann hat es angekreuzt. Leih mir deine Brille. Bevor ich es vergesse, bitte die Schwester Apothekerin doch eine geeignete Medizin für unsere kleine Silvia herzustellen. Sie hat einen fürchterlichen Schnupfen und muss immer niesen. So etwas kann chronisch werden und wir haben eine Fürsorgepflicht. Ja, ich werde es veranlassen. Danke. Findet irgendetwas deine Missbilligung, meine Tochter? Meine ablehnende Haltung diesem Fahrzeug gegenüber deckt sich mit der Meinung unserer Mitschwester Maria. Ich habe mit ihr telefoniert. Komisch. Nur weil es diese auffällige Farbe hat. Es ist ein Arbeitsgerät. Außerdem müssen wir Schwester Maria Dispens erteilen für ihre Fernsehauftritte für das Wort zum Sonntag. Ist das noch nicht geschehen? Fast. Was heißt fast? Schwester Maria erreicht mit ihren Worten Christenmenschen, die sonst nicht in die Kirche gehen. Erteile den Dispens telegrafisch oder per Fax. Durch ihre Arbeit in den öffentlichen Medien sind erhebliche zusätzliche Belastungen auf Schwester Maria zugekommen, denen sie körperlich und seelisch nicht gewachsen sein kann. Da hast du völlig recht. In der Gemeindearbeit müssen wir Schwester Maria entlasten. Schwester Miriam. Warst du schon einmal in Berlin? Nein, ehrwürdige Mutter. Fein, dann fahren wir doch einfach hin, morgen. Du wirst eine gewisse Zeit in Berlin leben. Schwester Agatha ist vor Ort und könnte ebenfalls Maria unterstützen. Schwester Agatha neigt zu Gewalttätigkeiten. Respektiere meine Entscheidung, meine Tochter. Dankeschön. Gott sei Dank. Das Wort von Sonntag spricht auf Wunsch der Zuschauer
Heute Abend noch einmal Schwester Dr. Maria Pfeiffer, Berlin. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie das Wort zum Sonntag wieder eingeschaltet haben. Zuerst einmal möchte ich mich für Ihren Zuspruch bedanken und auch für Ihre Kritik. Zuspruch brauche ich, wie jeder von uns. Kritik, gebe ich zu, kann ich nur sehr schwer ertragen. Aber wer kann das schon? Was nun die zahlreichen Heiratsangebote angeht... In der Heiße raus, klasse, nichts gegen Sie, Frau Pastorin. Aber in der Nonne weiß man nicht so genau, was in der vorgeht, so wie die zugehängt ist. Jetzt seid doch mal ruhig, Leute. Ihr kennt doch meine Schwester Maria. Sie wissen doch, dass ich das wissen. Ich bin seit vielen Jahren vergeben an unseren Herrn Jesus Christus. Und daran ist nicht zu rütteln. Ich möchte also heute Abend mit Ihnen über die Tugend reden. Ich darf das. Ich bin auch kein Leuchtturm der Tugend. Unter Tugend versteht man doch zunächst einmal nichts anderes als eine Fülle von Enthaltsamkeiten. Als Nonne lebt ihr sogar in der Freiheit, wie im Gefängnis mit ihrer Tugend. Ist Verzicht oder Bescheidenheit wirklich eine Einschränkung der menschlichen Freiheit? Und ist der Verzicht auf unbeschränkte Freiheit Tugend? Schwester Maria traut sich aber an brisante Themen, nicht wahr, Herr Dicker? Wie oft verachten wir einen Menschen? Also wie Sie kennen, ihn gar einen Schuft, haut zu einem Millionenpublikum, wir selber so gleich einen auf den Rüssel. Empfinden wir nicht Demut und Bescheidenheit als törichte Tugenden? Angesichts des Reichtums und des Besitzes von anderen, auf den wir selber so neidvoll schielen? Heiliger Benediktus, Schwester Maria traut sich aber was. Sind wir entweder unbefriedigt, haben Sie das alles theologisch abgesegnet, Herr Dekan? Oder der Herr Weihbischof? Wie sieht's denn mit den 10 Geboten aus? Leben wir wirklich nach ihnen? Ich meine, nehmen wir sie wörtlich? Wir sollten doch nicht nur deswegen unsere Eltern lieben und ehren und ihnen ein langes Leben wünschen, weil das die Lebensversicherung senkt. Jetzt redet sie sich um Haube und Kutter. Spielt ein Dieb, ein Verbrecher. Aber es gibt genügend ehrenwerte Leute, die in der Geschäftswelt Diebstahl für selbstverständlich halten. Und man kann auch das Gebot, du sollst kein Falschzeugnis reden, übergehen, indem man es anders formuliert. Maria, falsches Zeugnis reden? Bist du verrückt geworden? Oh nein, das tun wir Christen. Hast du den Verstand verloren? Das ist doch mies und gemein. Wo bleibt denn dein Instinkt? Ja? Lieber, da habe ich doch neulich dies oder das über den oder die. Da brauche ich Bier. Hören? Gehen wir mit der Tugend nicht oft sehr leichtfertig um? Irgendwie empfinden wir sie als ungerechtfertigte Enthaltsamkeit. Da heißt es immer, bei allem, was mir heilig ist, das tue ich nie. Nur, was heißt schon heilig? Heilig ist alles, was in irgendeiner Weise einer religiösen Sache dient. Nee, das, das kann genauso der Dalai Lama von Tibet sein, das der Mumpen vom Wanga, der Affentempel auf Ceylon, die Kuh in Indien, wie die Katze, um das Krokodil, die Ziege, kommst du auf den Mumpen von oder sogar Nakwa. Das Haar jenes Hundes, der vor etlichen tausend Jahren Noah biss. Oder beispielsweise in unserer Zeit und in unserer Welt das Auto. Nee, jetzt reicht's mir. Leben Sie fröhlich in den Tag. Sparen Sie mit dem Geld, aber verschenken Sie eine Menge davon. Rennen Sie nicht den falschen Tugenden und den falschen Göttern nach. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und für den habe ich mich entschieden. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Wisst ihr überhaupt, was Schwester Maria sagen wollte? Ich denke schon, dass Sie gar nicht so ein schlechter Kerl werden. Und was noch? Dass mein Schlitten viel zu auffällig war. Deswegen haben Sie mich erwischt. An so einem Kram hängst du dir jeder Bulle ran und macht die Kralle. Da ist was dran. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann mich auch noch einsam. Oh, aber es war großartig. Siegfried! Das ist aber eine Überraschung. Maria, soll ich dich sofort ins Fegefeuer werfen oder wollen wir vorher noch was trinken? Was ist denn los? Du bist ja ganz blass um die Nase. Ah, sieht man das im Dunkeln? Oder fahren wir gleich in die Höhle des Löwen? Stratmann ist der Löwe.
Ich verstehe deine Erregung jetzt aber wirklich nicht. Aber Maria, du hast die gesamte katholische Kirche erschüttert. All unsere Überzeugungen hast du in Frage gestellt. Mhm. Wieso unsere? Wieso denn unsere, du Protestant? Was? Noch sitzen wir in einem Boot. Die gesamte Kirche, noch. Aber gerade hast du für ein Millionenpublikum behauptet, dass Tugend eine dumme Enthaltsamkeit sei. Und dass man sich ihrer am besten nicht bedienen soll, wenn man sich anschließend darüber beklagt. Ja, das hast du gesagt. Ja, ja, das habe ich gesagt. Ja. Das stimmt ja auch, so steht's in der Bibel. Dass das in der Bibel steht, meine Liebe, das weiß ich auch. Aber das ist nicht die Lehrmeinung der katholischen Kirche. Ihr Katholen predigt Tugend und Tralala, ohne Wenn und Aber. Ja, und das ist auch richtig. Jetzt habe ich Durst. Vielleicht spendiert uns Dekan Stratmann ein edles Fläschchen Rotwein. Vielleicht. Schwester Miriam, das Flugzeug nach Berlin wartet nicht. Wir haben die ganze Nacht, also wirklich die ganze Nacht mit Schwester Maria diskutiert. Gut. Und? Was ist dabei herausgekommen, lieber Kümmerling? Ihre Argumentationskette ist makellos und stimmig präzise. Ja, schließlich sind wir eingeschlafen und Maria hat ihren Dienst angetreten. So. Und wo ist sie jetzt? Sie labt die Hungrigen und die Mühseligen unseres Sprengels. Ja, also sie füttert den Herrn Becker. Das ist ein Bluthochdruckler, so 120 zu 210. Darf ich? Machen Sie aber kein Papier mehr drum. Sehr wohl, Exzellenz. Also, ich noch mal von vorn. Guten Morgen, Schwester Maria. Morgen, Herr Torwart. Sie haben uns aber gestern mit Ihrem Wort zum Sonntag ganz schön aufgerüttelt. Meine Frau und mich. Mich auch. Aber ich werde mit sowas ja immer allein gelassen. Mit der Neuanschaffung eines Wagens warten wir aber noch 2 Jahre. Obwohl der alte bereits steuerlich voll abgesetzt ist. Fein. Aber denken Sie auch an die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie. Guten Morgen. Guten Morgen. Fräulein Rostock. Ja,
Schwester, eine Probefahrt, okay? Glückwunsch übrigens. Sie waren gestern Abend wieder super. Danke, mein Herr. Nee. Das war jetzt richtig gut. Schauen Sie mal da drüben. Ihre drei Freundinnen lassen uns nicht aus den Augen. Wenn Sie jetzt bei mir einsteigen, dann können Sie mal wieder so richtig Ihre Prothesen wetzen. Ja, und falsch Zeugnis regen wieder mich. Weißt du was? Wir fahren einmal rum um den Marktplatz. Hat mir sehr gefallen, die Probefahrt. Probefahrt? Mit so einem Auto? Nein. Schwester Maria. Exzellenz. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gestern Abend meinen Augen und Ohren nicht getraut. Und da hat mich der Erzbischof telefonisch noch zur Sau gemacht. Oh je. Ja, ich hatte gestern Nacht auch heiße Diskussionen mit Dekan Stratmann, aber vor allem mit Kaplan Kümmerling. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen diese Blumen überreiche. Sie haben die höchste Einschaltquote zum Wort des Sonntags erreicht, die je ein katholischer Theologe errungen hat. 12%! Ach, ist das viel? Ich möchte mit Ihnen unter vier Augen reden. Da drinnen. Na gut. Bitte. Setzen Sie sich. Ach, der selbstgebrannte Klosterschnaps ist in dem kleinen Schränkchen da. Unten rechts. Ach so. Aber Vorsicht! 58%. Möglicherweise schlagen Sie dann rhetorisch einen Zickzackkurs ein, Herr Weihbischof. Ihr Wort zum Sonntag hat ein so gewaltiges Echo gefunden, dass unsere Diözese sich gegen jegliche theologische Anfeindung vor sie stellt. Wieso? Ich habe doch nur über die Tugend gesprochen. Und wie verlogen die Menschen oft mit dir umgehen. Naja, aber... Den einzigen Vorwurf, den ich Ihnen machen kann, ist, dass Sie den televisionären Heuchler nicht schallende Ohrfeigen versetzt haben. Jetzt will ich Spannung verzeihen. Der einzige Vorwurf? Maria, ich möchte ehrlich sein. Die Amtskirche war einige Stunden nach ihrem Fernsehauftritt empört, aber dann stellte sich Erfolg ein. Und Erfolg ist auch in unserem Geschäft das Maß aller Dinge. In unserem Geschäft? Verzeihen Sie, aber die Festigkeit und Aufrichtigkeit unserer Überzeugung ist selbstverständlich unser Geschäft. Herr Weihbischof, ich bin nicht Lieselotte von der Pfalz, die mit Feuer und Schwert gegen die Heuchler vorgegangen ist, bevor man sie in einem Kloster versteckte. Wie bitte? Ja, was hat denn Lieselotte von der Pfalz über die schwarzen Schafe in unserem theologischen Gewerbe gesagt? Sehr vieles. Darf ich es zitieren? Verzeihen Sie meine Unbildung. Bitte. Unter Heuchlern versteht man jene Gläubige, die Tugenden an den Tag legen, die sie kaum achten, weil sie unbequem sind. Mit anderen Worten, sie wollen mehr scheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Faszinierend. Genauso hat sie mein Freund Dekan Stratmann beschrieben. Ihr Erfolg als theologischer Massenmultiplikator gibt Ihnen recht.
Sie sind jetzt ein katholischer Popstar. Eine Verehrung. Einiges von dem, was der Herr Weihbischof gesagt hat, habe ich nicht verstanden. Theologischer Massenmultiplikator? Herr, bist du damit einverstanden? Naja, wenn's hilft, bin ich eben Popstar. Aus Niederkant. Aus dem Land gibt die Ankunft. Werden wir nicht abgeholt? Wir sind Überraschungsknallbonbons. Außerdem wäre es doch langweilig. Wann bist du das letzte Mal Taxi gefahren? Oh, das war... So lernst du das Leben ja nie kennen. Vorsicht! Ach, keine Angst. St. Katharina-Gemeinde. Geben Sie Gas, aber bis zu 50 Stundenkilometer. Ich habe Angst, Schwester Maria. Ich habe Angst, dass man sie mir wegnimmt. Man lässt doch einen Medienstar nicht in der Diaspora versauern. Herr Dekan, ich werde St. Katharina nicht verlassen. Außerdem wissen Sie doch, dass ich mir meine Aufgaben nicht selber aussuchen kann. Oder man kann sie abberufen. Sie entwickeln eine gewaltige Überzeugungskraft. Überlegen Sie mal, was Sie in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit bei uns alles geschafft haben. Nichts. Nichts, nichts, nichts. In Rom, ja. Da war ich glücklich. Als ich noch unterrichtet habe in Mathematik und Physik. Ja, ich glaube, ich war eine ganz brauchbare Lehrerin. Aber hier? Fenster putzen kann ich immer noch nicht. Bin ständig gehetzt, komm immer auf den letzten Drücker. Und was bewirke ich? Nichts. Darf ich ganz offen zu Ihnen sein, Herr Dekan? Schwester Maria, wann sind Sie mal nicht offen? Ich habe zum ersten Mal Freunde gefunden. Schön, schön, schön. Hier in St. Katharina. Na ja, und dann die vielen Millionen Fernsehzuschauer, die Sie alle lieben und verehren. Das macht mir eher Angst. Sie müssen doch keine Angst haben. Freuen Sie sich über Ihren Erfolg. Sind ja direkt neidisch. Und nur nehmen Sie Ihre Beine in die Hand, schwingen Sie sich auf Ihr Rad und radeln Sie nach Hause. Ich liebe Sie. Bitte? Und Frau Anköter schätzt Sie. Nein, er liebt Sie auch. Und der Herr Gnecco, der wird noch Postkarten drucken lassen von Ihnen. Und der Herr Wölm, der verehrt Sie. Und jetzt, in diesem Augenblick, werden Sie, Schwester Maria, zu Hause erwartet. Von Ihrer Ordensvorgesetzten. Von der Schwester Prokuratorin? Man muss sich immer das Schlimmste annehmen. Wenn Sie gewollt hätten, wären Sie ja längst Generaloberin. Meine Aufgabe ist hier, Herr Dekan. Und Sie wären doch längst Bischof. Ja, Schwester Maria, wollen wir das denn? Wollen wir das denn? Die ehrwürdige Mutter Priorin. Schwester Priorin, jetzt bist du überrascht, was? Das kann man wohl sagen. Du steckst ja bis zum Hals in Arbeit. Deswegen habe ich dich auch nicht gebeten, uns vom Flughafen abzuholen. Wozu gibt es Taxis? Darf ich dir Schwester Miriam vorstellen? Schwester Maria, es erfüllt mich mit großer Freude, Sie kennenzulernen. Mich ebenfalls. Und Ihnen bei Ihren Aufgaben hier in St. Katharina helfen zu dürfen. Aha. Schwester Miriam lebt seit einem halben Jahr in unserem Konvent. Betreust du noch die Boxstaffel? Bitte was? Sie hat das Haus der Liebe gegründet, rüttelt mutig die Fernsehzuschauer auf. Und außerdem muss sie noch kochen und putzen für die Gemeinde. Hier, unser Geschenk. Oh. 4 Flaschen von unserem Klosterschnaps. Er weckt Tote auf. Aber das darf ich nicht sagen, das ist zu ketzerisch. Also, ich mache uns erst mal einen Cappuccino. So. Und
die Tür war übrigens offen. Schade, dass du die Zahnpasta-Werbung ablehnst. Aber vielleicht überschreitet das auch die Kompetenzen einer Nonne, Werbung zu betreiben. Ich bin froh, dass Sie über dieses doch sehr zweifelhafte Angebot genauso urteilen wie ich, ehrwürdige Mutter. Obwohl... 50.000 Mark sind 50.000 Mark. Es ist die Entscheidung der Schwester Prokuratorin, die ich akzeptiere. Schwester Miriam wird dich in Zukunft unterstützen. Diese Gemeindeschwesternstation ist ja viel zu klein für zwei Gemeindeschwestern. Wo willst du Schwester Miriam und mich für die nächsten Tage unterbringen? Tja. Sag. Im Palais d'Amour? Oh ja, das ist interessant. Ich hab dir gleich gesagt, kaum ist Maria berühmt, schon hat sie eine schwarze Dienstmagd. Sehr schwarz. Herr Kaplan, schauen Sie mal. Dick! Der Johannes ist um 3 Uhr wieder im Laden. Er hat einen Termin bei seiner Bewährungshelferin. Sie wissen schon, wen ich meine. Etwa diese geschiedene evangelische Pastorin? Ja, seien Sie doch nicht immer so kleinlich in Ihren Äußerungen. Sagen Sie, ist da hinten hier? Okay, schauen Sie doch mal. Kick. Zwei Asse hochkommen. Kreuzass und Karoass. Bitte heben Sie die Karten auf. Wenn ich recht habe, trauen Sie Renaten und Ewald. Renate ist aus der Kirche ausgetreten, aber Ewald ist schließlich wieder zu uns heimgekehrt. Mein lieber Johannes, diese finanziellen Manipulationen, die müssen jetzt aufhören. Schwester Maria hat uns moralisch überflügelt. Gewiss, ihre Arbeit für St. Katharina ist effizient, aber nicht moralisch. Herr Dekan, nachdem ich mich mit meinem Bewährungshelfer auf einen Modus Vivendi geeinigt habe, müssen Sie doch zugeben, dass ich auf meine Weise für St. Katharina eine finanziell rechenbare Größe geworden bin, auch im moralischen Sinne. Ja, ja, aber... Was aber? Nicht ganz. Wenn Schwester Maria hinter unser Komplott kommt, dann wird sie es missbilligen. Und sie wird irgendwann dahinter kommen, ne? Aber Gertrude, die Orgel erklingt wieder in machtvoller Fülle. Ich glaube, jetzt habe ich's. Bisschen schwierig, ne? Mhm. Herr Kaplan, schauen Sie mal. Hier, diese Perlenkette, ja? Die hat mir mein Verlobter vor 25 Jahren verehrt. Aber dieser Verschluss, der ist doch einfach lächerlich, ne? Da gehört doch was viel Kostbareres dran. Ich glaube, das kann ich nicht beurteilen. Och, Herr Kaplan, Sie beurteilen doch auch sehr genau die Brokatstickerei an Ihren Messgewändern, ne? Lieber Johannes, nicht alles, was im Palais d'Amour geschieht, ist auch gottgefällig. Ich glaube an Gott. Aber die Wege zum Allmächtigen, die gehen häufig im Zickzack. Da. Ich gehe mal vor. So, störe ich? Kaplan Kümmerling, ehrwürdige Mutter und unser liebes Fräulein Klein. Tag. Grüß Gott. Hier riecht so komisch. Diese Duftmarke kenne ich doch. Schwester Maria, ich habe die Zimmer für Ihre Kollegin schon vorbereitet. Zimmer 3a und 3b. Und die Satin-Bettwäsche habe ich extra in die Halsmangel gegeben. Sehr aufmerksam, Fräulein Klein. So, hier sind die Schlüssel. Sie werden sich sehr wohlfühlen, ehrwürdige Mutter. Unsere Appartements sind sehr hübsch. Bitte? Delikate Zigarre. Aber ich rauche doch gar nicht. Ich auch nicht. Also... Das sind hundertprozentig Dekan Stratmanns Zigarren. Also, ich glaube, Ihr Geruchssinn täuscht Sie da etwas, Schwester Maria. So, ich bin mir sicher, es riecht von da. Ja. Ach, begleiten Sie uns doch, Kaplan Kümmerling. Hat ein Näschen wie ein Trüffelschwein. So, das ist das Zimmer. Ihr Zimmer ist dort. Sehr geschmackvoll, Schwester Maria. Eine schöne Tapete. Ich liebe Blumen. Darf ich Ihnen beim Auspacken helfen? Warum eigentlich nicht? Meine Tochter, deine Worte zum Sonntag waren ohne Arg. Du hast gesagt, was du dachtest, und du hattest recht.
Aber du musst keine Rücksicht auf meine Gefühle nehmen. Ich habe deine Akte, obwohl die Schwester Prokuratorin das nicht richtig einzuschätzen vermag, genau studiert. Ich weiß, ich habe die Gebote unseres Konvents oftmals übertreten. Unsinn! Gehorsam, Demut, das sind Begriffe, Regularien, Verordnungen, Einschränkungen. Dennoch, ich bin eine einfache Ordensfrau und bekleide ein Amt, dem du dich verweigert hast. Ja, ja, ich weiß. Du kannst es besser. Maria, zieh die Unterlippe hoch, du schmollst. Viel Probleme, was? Miriam ist tüchtig, ja. Sie füttert Herrn Schmidtke, sie trägt das Essen für unsere Problemfälle aus, sie putzt wunderbar Fenster, sie kauft ein und ich werde wie ein rohes Ei behandelt. Aber mit der Seligsprechung wird's doch noch ein Weilchen dauern. Manchmal sind deine dummen Witze wirklich unangebracht. Maria, sei mir bitte nicht böse, aber ich muss zurück in die Kirche. Renate und Ewald wollen heiraten. Ist doch schön. Ja. Und das vor dem Angesicht des Herrn. Natürlich. In meiner Kirche. Ewald Loos, willst du diese Renate, geborene Langsdorf, als deine dir von Gott anvertraute Ehefrau lieben und ehren und die Ehe mit ihr nach Gottes Gebot und im Glauben an seine Verheißung führen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte mit Ja. Ja. Renate Loos, geborene Langsdorf, willst du diesen Ewald Loos als deinen dir von Gott anvertrauten Ehemann lieben und ehren und die Ehe mit ihm nach Gottes Gebot und dem Glauben an seine Verheißung führen, bis dass der Tod euch scheidet, so antworte mit Ja. Ja. So gebt einander die Trauringe. Reichet einander die Hand. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ehrwürdige Mutter, ich verwundere mich, dass Sie die weltlichen Zusammenhänge so schnell begreifen. Komplimente. Ja, das war also die erste Hochzeit aus dem Palais d'Amour. Und sie landete gleich in den Krallen der evangelischen Kirche. Aus Werbegründen, Schwester Maria, müssen Sie jetzt das Brautpaar durch den Ort kutschieren. St. Katharina muss Flagge zeigen. Schwester Maria, leg keine falsche Tugend an den Tag, die dir wehtut. Steig in das Auto. Die Zahnpasta-Reklame habe ich dir erspart, aber nicht den Werbefeldzug durch die St. Katharina-Gemeinde. Außerdem gefällt dir doch der Kutsche. Alles nur Wachsperlen, dieser Schuss. 25 Jahre lang habe ich geglaubt, die seien echt. Ja, aber vielleicht hat Jubilier Rathke sich ja auch nur geirrt. Was, geirrt? Ja, der Reike bist. Renate Langsdorf wird diese Wachsperlenkette trotzdem tragen. Auf den Wert kommt es nicht an, oder? Ja. Danke, Ivan. Gestern Abend waren zwei fabelhafte Kunden da. Einer davon pensionierter Kriminalbeamter. Glückwunsch. Danke. So, ja, ich glaube, es geht los, hä? Auto! Entschuldigung, bitte. Also dieser Wellen mischt sich doch in alles ein. Lässt er sich von unserer Maria durch die Stadt chauffieren. Übrigens, Maria behält das Auto nicht. Das verstehe ich nicht.
Früher hat das Auto doch einmal zum Haus der Liebe gehört. Und was Gott zusammengefügt hat, das sollten wir Menschen nicht trennen, auch wenn es uns nicht gefällt. Verzeih, Herr. Irgendwie macht's ja Spaß. Ist was? Ich behalte das Auto nur, weil es umsonst ist. Weil Zeck Neko bezahlt hat. Eine Abbildung des heiligen Christophorus. Herr Rickhahn, ich bin der Meinung, dass die Darstellung des heiligen Christophorus den Passagieren und dem Auto ausreichend Schutz gewährt. Lieber Herr Kümmerling, wir haben keine Kühe, wir haben keine Pferde, wir haben keine Schafe, wir haben nicht einmal Gottes Erntegaben, die wir in unserer Gemeinde segnen könnten. Wir leben in der Stadt und nicht in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Aber ich glaube, in der Stadt bedarf das Auto der besonderen Fürsorge unseres Herrn. Und deswegen werde ich diesen Wagen jetzt segnen. Nein, bitte. Wir bitten dich, Herr, segne in deiner Vaterliebe alle, damit sie dieses Fahrzeug in der rechten Weise gebrauchen. Beschütze alle, die damit fahren werden. Gib ihnen deinen heiligen Engel zur Seite. So bitten wir dich, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Wenn es sich um ein langweiliges Massenfabrikat handeln würde, Herr Kümmerling, dann würden Sie ja gerne selber segnen. Was Ihnen missfällt, ist ausschließlich die Einzigartigkeit dieses Fahrzeugs, lieber Kümmerling. Herr Dekan, bedenken Sie bitte, welch eine Vergangenheit dieser Wagen besitzt. Gemeinheiten, über die ich gar nicht nachzudenken wage, haben sich in und an diesen Wagen abgespielt. Eben, aber ich kann diesen Wagen nicht die Beichte abnehmen und ich kann ihm auch keine Absolution erteilen. Deswegen habe ich ihn gesegnet. Und theologisch, Herr Kümmerling, können Sie an meinem Tun nichts aussetzen. Wohl nicht, aber in einem höheren Sinne schon. Ja, in einem höheren Sinne schon. Meine Damen, ich wünsche Ihnen gute Fahrt mit diesem Fahrzeug. Gott befohlen. So. Schwester,
Ich übernehme heute diese Pflichten. Unsere ehrwürdige Mutter, Schwester Priorin, erwartet Sie im Palais d'Amour. Schwester Miriam, Ihr Fleiß ist lobenswert. Aber Herr Schmidtke lässt sich nicht von Ihnen füttern. Aber wenn ich... Und die Familie Ellbauer ist sowieso nur, was ich gekocht habe. Aber wenn ich Ihnen helfen soll, Schwester Maria, muss ich es doch wenigstens einmal versuchen. Da hat Schwester Miriam recht. Aber es ist doch noch gar nichts gekocht. Außerdem ist die Liste nicht vollständig. Herr Leder bekommt jeden Tag um 14 Uhr seinen Zinkleinenverband. Herr Kaplan, helfen Sie mir, die Girlande abzubringen. Schwester, es ist alles fertig. Frau Hagenkötter war so freundlich, mich in ihre Pflichten einzuweisen. Und gekocht habe ich heute früh nach dem Morgengebet. Wie, alles? Natürlich, das bisschen kein Problem. Bei uns zu Hause musste ich jeden Morgen, bevor ich in die Missionsschule ging, für meine ganze Familie kochen. 38 Personen. Und die Männer aßen immer etwas anderes als die Frauen. Und die Babys bekamen bei uns zu Hause keine Trockenmilch, sondern Milch von unseren Kühen. Aber die haben Sie nicht auch noch selbst gemolken? Doch, alle drei. Bis die dritte starb. Ach, das tut mir aber leid. Zu Tode gemolken? Wie furchtbar. Gesegnet sei der Herr. In Ewigkeit, Amen. Schwester Maria, wir sind nicht untätig gewesen. Kreitlein, breite unsere Geschenke aus. Ja, einen schönen Gruß auch von Frau Nisse. Dankeschön, dankeschön. Wir dachten, es sei angemessen, dem neuen Wagen unserer Gemeinde eine gewisse Würde zu verleihen. Oh, das ist aber hübsch. Danke, Frau Kahn. Noch ein. Ja, danke, noch Frau Fieber. Beste Grüße auch an Frau Lissa. Ja, und Schwester, dieses hier auch noch. Für die Notdurft. Ja, das sind aber sehr sinnvolle Geschenke. Entschuldigen Sie mich, meine Damen. Ich habe heute sehr viel zu tun. Gehen Sie doch bitte zu Frau Hagenkötter. Die wird Sie sicher auf einen Kaffee einladen. So, Gott befohlen, meine Damen. Gott befohlen, Schwester. Ja. Danke nochmals. Bitte. Herr Kaplan! Herr Kaplan, merkwürdig. Schwester Maria hat extra eine Hilfe aus ihrem Orden bekommen, weil sie es sonst alleine nicht schafft. Und nun hat sie es besonders eilig. Woher kommt eigentlich diese Schwester Miriam? Aus Ola Kavala Bumbale. Ah, was? Wo liegt das denn? Südlich von Golgul. Aha, also aus Afrika. Richtig, so heißt der Kontinent. Ewald! Schwester Maria, Schwester Miriam, voll tanken? Nein, nein. Nur für 30 Mark. Ah, 30 Mark kommen Sie mit dem Schlitten nicht weit. Besser voll tanken. Nein, so viel Geld habe ich doch gar nicht bei mir. Das ist doch schon alles erledigt. Wo ist denn hier der... Hier. Etwa wieder Herr Gnecco? Schwester Maria, langsam müssten auch Sie gemerkt haben, dass der Gnecco ein alter Knauser ist. Und dass er nur das Auto bezahlt hat. Für die Tankfüllung sind eher die ehrbaren Mitglieder der St. Katharina-Gemeinde zuständig. Langsam müsstest auch du kapiert haben, dass ich neugierig bin. Wieso arbeitest du nicht mehr bei Herrn Gnecco, sondern hier an der Tankstelle? Na, weil ich die Tankstelle gepachtet habe. Nein, also Ewald, dann bestehe ich darauf, selber zu bezahlen. Als Pächter kannst du dir so ein hochherziges Geschenk gar nicht leisten, darfst du gar nicht. Guck mal, das sind fast 100 Mark. Das ist doch schon alles erledigt. Ich bin hier mehr sowas wie ein ausführendes Organ. Geht alles auf die Rechnung von Johannes. Johannes? Der hat doch auch kein Geld. Was verdient er denn schon in seinem Zauberladen? Ja, Geld nicht, aber Rücklagen. Rücklagen? Bin ich aber verdutzt. Wie? Verdutzt? Ich hoffe, es hat alles seine Ordnung. Schwester, biegen Sie doch schon die nächste Straße links ab. Das ist eine Abkürzung. Da sind wir schneller bei Herrn Schröder. Ja? Woher wissen Sie denn das? Ja, so ein Stadtplan ist doch eine vorzügliche Orientierungshilfe. Das ist eine erstaunliche Information, Schwester Miriam.
10 Minuten gespart. Fein, Schwester Miriam. So, bitte. Liebe Grüße. Gott mit Ihnen, Schwester Maria. In Ewigkeit, Amen. Aber die ehrwürdige Schwester erwartet mich. Im Grunde ihres Herzens ist unsere liebe Schwester Maria eher konservativ. Es dauert immer eine geraume Zeit, bis sie sich an etwas Neues gewöhnt. Ehrwürdige Mutter, diesen Film würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Nur Sex und Horror. Und was ist das? Das ist ein ganz brutaler Film. Mit einem ziemlich halbnackten Mann. Sehr unschicklich. Halbnackt ist nicht so arg. Da gehen wir rein. Schwester Priorin, ist dieser geplante Kinobesuch Ihre Idee? Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen unanständigen Film gesehen. Du? Also die Filme, die ich gesehen habe, empfand ich nicht als unanständig, nein. Wir sollten unseren Horizont erweitern. Den will ich sehen. Na? Ja? Warum gucken denn die Leute so? Unser Ordensgewand erregt einiges Aufsehen, ehrwürdige Mutter. Ach ja? Mich stört es nicht. Du musst zugeben, dass sich unser Orden im Laufe der letzten Jahre erheblich wandelt. Und dass wir uns über diese moderne Welt zwar fromme Gedanken machen, aber dass wir gar nicht wissen, wovon wir reden. Wir müssen einmal so einen Film sehen. So etwas ganz Schreckliches und Grauenvolles. Ich habe mich in langen Gebeten dafür gewappnet. Du, Schwester Maria, bist ohnehin stark genug. Zweimal bitte. Übrigens, solltest du die Matratzen im Haus der Liebe austauschen. Ich habe etwas Rückenschmerzen. Sind sie zu hart? Zu weich. Schwester Maria, du lebst in einer furchtbaren Welt hier draußen. Oh, meine Tochter, ich werde dich in Zukunft in alle meine Gebete voller Inbrunst einschließen. Ich möchte jetzt beten. Besuchen wir das nächstgelegene Haus unseres Herrn. Gut. Herr Johannes? Guten Tag. Herr Schmidtke will nicht essen. Er verweigert die Nahrungsaufnahme. Wissen Sie, wo Schwester Maria ist? Keine Ahnung. Soll ich vielleicht Frau Hahnke anrufen? Nein, die weiß auch nichts. Nicht mal diese drei Frauen auf dem Marktplatz. Frau Weber, Frau... Lissa, Frau Kreitlein. Was denn? Diese drei Hexen wissen auch nichts? Seltsam. Aber Herr Schmidtke muss was essen. Ja. Was ist denn dahinter? Mein Lager. Ach. Entschuldigen Sie die Störung. Bitte. Schwester Maria ist eine gute Seele. Sie ist stark. Ich habe sie zu dieser Untat verleitet. Ich habe im Kino immer unauffällig den Rosenkranz gebetet. Wie hieß denn der Film? Etwas mit Fäusten. Eine Faust geht in den Westen. Ach, Herr Schmidtke, das ist alles ganz frisch gekocht. Das schmeckt sehr gut. Hm? Nun kosten Sie doch wenigstens mal. Ach, Herr Schmidtke, Sie müssen was essen. Hm? Wir versuchen es doch nun schon 10 Minuten. Es wird doch kalt. Na, guten Tag, Herr Schmidtke. Guten Tag. Wie geht's Ihnen denn? Schön. Das freut mich. So, dann werden wir mal weitermachen. Mm.
Sehr gut gekocht, Schwester Maria. Lecker. Das hat heute Schwester Miriam für Sie gekocht, nicht ich. Wissen Sie, wir machen das jetzt so. Den einen Tag umsorgt Sie Schwester Miriam und den nächsten Tag komme ich. Hm? Einverstanden? Was gibt's denn heute als Nachtisch? Eingelegte Pfirsiche. Das süße Hinterhärchen. Lecker, lecker. Aber leider nur mit Diätsüße. Macht ja nichts. Ist immer noch besser als im Krankenhaus. Mir tun die Füße weh, Schwester Maria. Es tut uns ganz gut, mal ein paar Schritte zu Fuß zu gehen. Der Wagen verbraucht viel zu viel Benzin. Schwester Elisabetta hat immer von Ihnen geschwärmt, Sie seien ein fröhlicher und lustiger Mensch. Ja, ja, darum bemühe ich mich auch nach Kräften. Aber Sie sind ganz schön anstrengend. Ja, das stimmt. Manchmal kann ich mich auch nicht leiden. Kommen Sie, ich nehme das ab. Wir sind ja gleich da. Ach, Herr Dekan. Oh, Schwester Miriam, Schwester Maria. Ich hoffe, Sie hatten bisher einen gesegneten Tag. Danke, ja. Schwester Maria, darf ich Sie kurz mal sprechen? Aber wir haben Hunger. Ja, bitte, Schwester Miriam, machen Sie mir eine Freude und haben Sie Ihren Hunger etwas später. Ich habe auch nichts gegessen und nicht geraucht. Wie, Herr Dekan? Nicht geraucht? Nein, nicht geraucht. Schwester Maria, vor uns türmt sich ein Gebirge von Krisen. Muss Kaplan Kümmerling etwa zurück ins Sauerland? Nein, schlimmer. Aber Sie müssen den Schaden begrenzen. Ich? Ist vielleicht mein neues Auto kaputt? Nein, Ihr neues Auto ist nicht kaputt. Bitte nehmen Sie Platz, Schwester Maria. Der ökumenische Gedanke ist plötzlich über die Amtskirche gekommen. Aber das war doch schon immer Ihr Anliegen. Da müssten Sie sich doch freuen, oder? Der Schaden klingt nach Pastor Siegfried Wölm. Ja, ist euch gewährt die Bitte, Herr Wölm ist in unserem Bund der Dritte. Ja, ja, Schiller. Ökumene, natürlich. In Rom habe ich mal einen Kardinal gekannt, der war dagegen. Ja, und der ist jetzt Papst. Bitte, Schwester Maria, Herr Wölm wartet auf uns. Lassen Sie uns gehen, bitte. Grüß dich, Maria, Herr Kollege. Grüß dich, Siegfried. Na, wie war es im Kino? Ja, ein paar Jungs aus unserer Boxstaffel haben dich und deine Chefin da gesehen. Bitte keine Sticheleien, Amtskollege. Ist er schon da? Ja. Jetzt gehen wir in den Kindergarten. Ja. Ich habe eurem Großmufti eine Flasche Brunello eingetrichtert. Jetzt war er ganz ruhig. Guten Tag, Herr Pastor. Guten Tag, Jungs. Brunello ist doch viel zu stark für den alten Herrn. Ja, aber rein logistisch gesehen durchaus sinnvoller Plan. Also, Schwester Maria, ich habe den Eindruck, Sie halten immer häufiger den Pastor Wölm die Stange. In unserer Position verteidigen Sie überhaupt nicht mehr. Maria, hör bitte nicht hin, es ist kein seriöser Vorwurf. Aber wenn der Herr Weihbischof die Flasche Brunello ganz allein trinkt, dann wird es ein seriöser Vorwurf. Da bist du ja endlich, Stratana. Exzellenz. Oh, 82er Brunello, einer der besten Jahrgänge. 40%. Aber Maria, du selbst hast mir doch drei Flaschen von diesem köstlichen Tropfen zu meinem 42. Geburtstag geschenkt. Hast du das vergessen? Wie, Siegfried, so viele Jahre hast du sie aufgehoben? Wenn mich mein Referent für Jugendarbeit richtig informiert hat, dann entsteht hier das ökumenische Gotteshaus. Und hier wohnen katholische und evangelische Jungen zusammen in Einfachzelten, kein Camping. Seine Exzellenz wollte damit sagen, der CVJM hat natürlich keine Einfachzelte, sondern imprägnierte Zelte mit Gummiböden. Mit Verlaub, das haben unsere St. Georgs Pfadfinder auch, Herr Pastor. Mhm. Ja, haben sie auch. Donnerwetter, ist hier in den letzten 40 Jahren der Luxus ausgebrochen? Und hier auf der anderen Seite schlafen katholische und evangelische Mädchen. Und wer bitte patrouilliert zwischen den Jungen und Mädchen? Das wollen wir gar nicht dramatisieren. Das sind junge Leute, die tagtäglich durch Diskos flippen. Und wir machen hier ein Riesengesumse. Gesumse? Ja, wegen einem ökumenischen Zeltlager. Also da muss ich Pastor Wim ausnahmsweise mal recht geben. Meine liebe Schwester Maria, Sie scheinen und auch mein Bruder im Geiste Christi zu unterschätzen, dass das gemeinsame Ferienlager in Obhut der jeweiligen Landeskirchen steht. In Obhut? Ihr Katholen habt euch doch so geziert, als hätte euch der Satan persönlich einen unsittlichen Antrag gemacht. Jetzt muss ich aber wirklich mal eine Frage stellen.
Wieso habe ich eigentlich von dieser ganzen Unternehmung überhaupt nichts erfahren? Nein. Erst vor einer halben Stunde. Schwester Maria, wir wollten Sie endlich einmal vor eine vollendete Tatsache stellen. Die St. Katharina-Gemeinde und unser Bruder im Geiste Christi. Es ist alles organisiert, es ist alles fertig, es ist alles vorbereitet. Man muss nur noch einziehen ins Feld, Zeltlager. Ich habe in meinem langen, erfüllten Ordensleben noch nie ein Zeltlager geleitet. Ich kann weder Zelte aufstellen, noch kann ich diese Dinger da in den Boden rammen. Und ich hatte auch noch nie das Vergnügen, in einem Schlafsack zu nächtigen. Und ich fühle mich auch nicht in der Lage, in einer Gulaschkanone für 40 oder 50, möglicherweise auch 100 Jungen oder Mädchen Essen zu kochen. Ich fürchte sogar, dass meine Kenntnisse in erster Hilfe nicht ausreichen werden. Nun ja, für kriegerische Auseinandersetzungen konnte ich 3 protestantische Medizinstudenten gewinnen. Und ich gehe mal davon aus, ein Schwangerschaftstest wird ja wohl nicht notwendig sein, oder? Siegfried, Sie werden jetzt geschmacklos. Liebe Schwester Maria, Sie haben ein Sanitätszelt und Sie werden Gulaschkanonen haben und Sie werden auch jemanden haben, der sich kompetent um Sport und Spiele kümmert. Ja, wer bitte? Herr Kümmerling. Ach, Kaplan Kümmerling, ja. Das ist ja ein tröstlicher Gedanke. So, Maria, nun musst du auch was trinken. Tja, das brauche ich auch. Kaplan Kümmerling. Ja. Danke. Exzellenz. Wenn die Fernsehnonne der Nationen sich vor die gelb-weißen Fahnen des Katholizismus stellt, dann strömen die Jugendlichen herbei wie die herrenlosen Schafe zu ihrem Hirten. Freut sich Kaplan Kümmerling über diese neue Aufgabe? Er deutete so etwas an. Also, auf Kümmerling. Auf Kümmerling. Hm? Auf Kümmerling. Oh. So. Fabelhaft. Naja, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit. Schwester Maria wird sich jedenfalls freuen, dass wir so eine große Sache vorbereitet haben. Haben Sie schon einen Schlafsack und was gegen Mücken? Mückenschutzmittel lehne ich grundsätzlich ab. Da nehme ich Brennnesselsaft. Ich zeig's Ihnen mal. Sehen Sie mal. Einfach nur einreiben. So einreiben. Nur eben mit Brennnessel. Ja, und schwupps, weg ist der Mückenstich. Das hilft übrigens auch bei Warzen, Frau Hagenkötter. Sicher. Ja. Also. Palatine opfert 14 Tage von ihrem Jahresurlaub für dieses ökumenische Zeltlager. Tja, die Frau hat Charakter. Mhm. Und wenn du Charakter hättest, Siegfried, dann würdest du Albertina deinen engstirnigen Pressbüttern auf die Augen drücken für 14 Tage und selber an die Front gehen. So? Das ist ja entzückend. Unsere beiden ehrwürdigen Herren spielen jetzt Tischtennis. Ihr habt mich nur hierher gelockt, damit ich Ja sage. Und wann sagst du Ja? Wenn du auch Ja sagst. Maria, wir beiden, ganz allein, du und ich, in der Gesellschaft von nahezu 100 Jugendlichen beiderlei Geschlechts und nur getrennt durch das Rinnsal eines kleinen, unschuldigen Bächleins? Davor fürchte ich mich nicht, Siegfried. Aber ich kann eine so weitreichende Entscheidung über meine Tätigkeit sowieso nicht alleine treffen. Dazu bedarf es der Genehmigung meiner Priorin. Keine Angst, Maria. Um die kümmert sich bereits Albertine. Was heißt das bitte? Einverstanden, Schwester Maria? Einverstanden, Schwester Maria? Nur mit der Genehmigung meiner Ordensvorgesetzten. Natürlich. Ohne Frage. So, 19 für mich. So. Für mich? Das war ein Schmetterball. Das war eine Bananenflanke, eine ganz gewöhnliche Bananenflanke war das. Ich will nur hoffen, dass Kaplan Kümmerling und ich dieser Aufgabe gewachsen sein werden. Also, ich habe Rheuma. Und ich leide ich jetzt. Kaplan Kümmerling muss mich vertreten, denn die Gemeindearbeit geht schließlich vor. Maria, komm, jetzt sei nicht traurig. Ich mach dir was Leckeres zu essen. Ravioli aus der Dose. Ich hab keinen Hunger.
Der Kinobesuch heute Morgen mit dir hat deine Priorin ganz schön aus dem Tritt gebracht. Ja, sie wollte das Leben außerhalb der Klostermauern genau studieren. Ach so, und deshalb tummelt sie sich mit Albertine durch den Palast des Konsums? In dem sich ja der heißeste Sexshop unserer Gemeinde befindet. Woher weißt du das? Oh, da komm ich mit. Oh, ein Videoverleih. In unserem Konvent besitzen wir auch einen Videorekorder. Ehrwürdige Mordschwester, euch Protestanten kann man wirklich nicht über den Weg fahren. Schwester. Siegfried. Aber Schwester Maria, so spät noch auf den Beinen? Es ist doch jetzt Zeit zur Abendvesper. Eben, ehrwürdige Mutter, sollten wir nicht gemeinsam beten? Ich habe für Schwester Elisabetha eine wundervolle Klöppelseide gefunden. Maria hatte die Idee, es wäre vielleicht ganz schön, wenn ich mit ins Ferienlager fahre und bat mich, dich zu fragen, ob du mich vielleicht 14 Tage in der Gemeinde vertrittst. Würdest du mir deine Gemeinde anvertrauen? Die Schwestern müssen immer noch das Gras mit der Sense schneiden. Ja, doch. Es ist mein allergrößter Wunsch. Wieder auf der Kanzel stehen. Predigen. Das würde ich sehr gerne tun. Wozu bist du hier? Danke. Schön. Es war relativ einfach. Ich könnte das nicht. Sie auch nicht. Ehrwürdige Mutter Priorin, dieser Rasenmäher geht wirklich nicht mehr als Handgepäck, glauben Sie mir. Mit deinem Charme wirst du die Beamten davon schon überzeugen. Schließlich fliegst du öfter und hast dir einige Vorrechte verdient. Also ich versuch's. Ausnahmsweise, Schwester, aber nur im Frachtraum. Ein Mitarbeiter unserer Gesellschaft wird das Gartengerät gleich abholen. Danke, das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Ich werde Ihre Fluggesellschaft weiterempfehlen. Das ist eine Ehre für uns, Schwester Maria. Sie sind doch die aus dem Fernsehen. Maria. Wenn Engel reisen. Ja. Hoffentlich bleibt es so, Siegfried. Es bleibt. Freust du dich? Schön auf Markus warten, keinem Fremden die Tür aufmachen. Mhm. Und versprich mir, bitte, bitte nicht kugeln, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Vergiss die Mutti nicht, ne? Mhm. Tschüss. Komm, 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 komm. Nein! Nein! Nein!
muss aber noch viel fester. Okay. Fester. Ja? Das auch noch. Ich kann mal. Ja? Hey, Dr. Schwester! Grüß dich, Markus! Na? Als ich ein kleiner Junge war, hat mir mein Vater das Zelten strengstens verboten. Gut. Ich meine, das wäre zu gefährlich. Es gäbe da zu viele Raubtiere, zu viel Luftfeuchtigkeit und so weiter. Ja, und jetzt? Jetzt hat er mich zu Ihnen in die Verbannung geschickt. Also ich freue mich, dass du gekommen bist. Aber du kommst hoffentlich nicht nur auf Befehl deines Vaters. Ich komme genauso freiwillig wie Sie, Dr. Schwester. Willkommen im Club, Markus. Ah, hallo. Du hebst das Durchschnittsalter um glatte 3 Jahre an. Danke. Dein Zelt ist fertig. Danke. Und das ist eine gute Idee. Haben wir wenigstens eine Verbindung zur Außenwelt. Ich rufe deinen Vater gleich mal an, um mich dafür zu bedanken. Du wirst mir eine große Hilfe sein. Du und Kaplan Kümmerling. Oh je, Sie glauben, an 100. So, wo baue ich mein Zelt auf? Da. Und da drüben wohnen also die Mädchen, ja? Ja, genau. Hallo? Moment mal, mein Bester, du bist hier als Ordnungshüter und nicht als Casanova. Die Damen werden entschuldigen. Wir sehen uns später. Na endlich, was war dir denn? Komm, eure Zelte stehen da drüben. Ne? Habt ihr eine Panne Ewald gehabt? Was wollen denn die Boxer hier? Ich hab das für einen Witz gehalten. Ja, so, es war doch verabredet. Sommertrainingslager, 14 Tage. Gymnastik, Waldläufe, Stunde Kronen. Das soll ein Jugendlager sein, Siegfried? Fehlt nur noch, dass Johannes hier mit den drei Damen aufschaut. Kommen Sie bitte. Sagen Sie, halten Sie es nicht für besser, wenn wir zwischen dem Jungenlager und dem Mädchenlager einen Elektrozaun spannen oder im Ernst Wachen aufstellen? Ja? Kaplan. Ja, was jetzt? Ach, übrigens, Ihren Stiefsohn Albert hol ich ab. Das habe ich ihm versprochen. Wieso du? Ich soll ihn holen. Ja, aber irgendwie hat er zu mir mehr Vertrauen. Danke. Aber warum beißen dich die Mücken nicht? Sie beißen mich ja, aber ich muss sie ja nicht gleich totschlagen. Schlechte Laune? Ich habe Camping immer gehasst. Endlich gibst du mal eine Schwäche zu. Siegfried, komm, pump mir mal die Luftmatratze auf. Mit Vergnügen. Oh, ich laufe hier mal ein bisschen rum. Mir ist heiß, ich habe Magenschmerzen und ach, mir ist überhaupt nicht gut. Und außerdem wird es gleich regnen. Das habe ich mir immer gewünscht. Was ist denn los? Ist sie sauer? Ja, genau, Markus. Das ist eine menschliche Regelung. Ist doch in Ordnung, oder? Ja. Mein Vater verehrt Schwester Maria. Deswegen bin ich hier. Ja. Das ist die Luftmatratze von Maria. Viel Spaß. Herr Kaplan, Sie sollten schwimmen gehen bei der Hitze. Es härtet ab. Eine Badehose habe ich dabei. Von meiner Mutter. Von Ihrer Mutter? Von meiner Mutter gestrickt. Ah ja. Gucken Sie mal da auf dem See. Gibt's viel zu sehen. Sehen Sie's? Ich sehe nur ein herrenloses Boot ohne Besatzung. Ja, die Besatzung ist gerade auf Tauchstation gegangen. Ein Junge und ein Mädchen, Herr Kaplan. Oh Gott. Los, raus, du faulen Säcke, los, raus aus dem Matten hier. Jetzt geht's aber los hier, zweimal um den See rum. Ich gehe vor, die Knie nach oben und immer auf die Knie zu rum. Wunderbar. Ich mach das lieber, Jungs. Immer weiter geradeaus. Kommt sofort aus dem Boot raus. Ihr sollt aus dem Boot rauskommen. Kommt her. Sofort. Noch eine Runde, wir schaffen.
schaffen das. Ich bin stolz auf euch. Jeweils kann ich auch. Wunderbar. Jungs, wartet auf mich. Ich komme. Ich komme. Schwester Maria ist ein ganz normaler Mensch. Keine Halbgöttin. Was redest du da? Natürlich nicht. Am liebsten würde sie jetzt schwimmen gehen. Im Badeanzug. Wahrscheinlich. Aber das darf sie nicht. Woher weißt du das denn? Ich möchte mal mit Maria zusammen schwimmen. Ja, das möchte ich auch. Ja, fragen wir sie doch einfach. Wie? Ich? Oh nein. Das mache ich. Ganz schön heiß, was? Das kann man wohl sagen. Den Abwasch machen heute die Protestanten. Gehen wir schwimmen? Schwimmen? Danke. Ich kann doch schwimmen, oder? Natürlich, blöde Frage. Und wann war es das letzte Mal, dass Sie schwimmen waren? Wann? Deine nächste Frage ist jetzt, ob ich schwimmen gehen darf oder nicht, oder? Ich wollte Sie nicht kränken, Dr. Schwester. Ich kann dir das auch nicht beantworten. Siegfried? Ja? Übernimm doch mal das Rührholz. Ja. Der Priorin, Schwester. Ich könnte mir einen Badeanzug leihen. Nein, nein, natürlich einen einteiligen, keinen Bikini. Schwester. Überlegen Sie ganz in Ruhe, ich warte. Ja? In Zelt 4b befinden sich ein Junge und ein Mädchen. Zusammen. Ja, natürlich. Heike und Ingo. Ach, Namen spielen doch keine Rolle, wenn es um die Moral geht, Schwester. Aber Herr Kaplan, die beiden sind doch erst 6. Ja, 6. Immerhin. 6. Ja, danke. Ja. Los? Ja. Ich hole jetzt Albert ab, okay? Gut. Albert! Hallo, Mami. Du bist ja noch da. War Markus noch nicht hier? Nein. Albert? Albert! Hallo?
Hallo. Halt! Zurück! Hallo. Zurück, zurück, zurück. Pfui. Schämt ihr euch gar Hallo. Nicht? Zurück, hab ich Hallo. Gesagt. Hallo. So. Hallo. Das ist ein Scheißtelefon. Na? Wo sind denn die anderen Jungs und Mädchen? Die anderen sind alle in der Disco. Ich mag keine Disco. Aha. Mörderin. Siegfried, gehen wir schwimmen. Was? Wir beide? Ja, tanzen gehen dürfen wir nicht, da führt kein Weg hin. Aber schwimmen, das darf ich. Ich habe um Erlaubnis gefragt. Da unten im Wasser? Zieh mich noch rasch um. Natürlich. Wo der Markus bleibt. Ach was, er wird schon kommen, mach dir keine Sorgen. Oh, ist das nicht wunderbar? Ich finde es wunderbar. Herr Kollege, ist das schön. Ein wenig kühl vielleicht, aber wunderbar. Ich habe die ganze Zeit versucht, sie anzurufen, wirklich. Anzurufen, anzurufen. Warum bist du nicht rausgekommen? Die Ärzte tun, was sie können, bestimmt. Die Ärzte tun, was sie können. Die Ärzte tun, was sie können, ja. Warum?
lass das. Nach meinem Kenntnisstand wollte Schwester Maria gestern in einem öffentlichen See ein Bad nehmen. Ja, sie wollte mit Herrn Pastor Wölm um die Wette schwimmen. Warum denn nicht? Wo steht, dass das verboten ist? Ich war etwas erstaunt, dass Maria mich extra um Erlaubnis gefragt hatte. Ja, aber wir haben unser Leben dem Herrn und seiner Schöpfung gewidmet. Also auf dem Wasser. Wir sollen in uns gehen und für uns leben, ganz im Geiste des Allmächtigen. Aber wir leben auch in dieser Welt. Und diese Welt besteht zu 2/3 und mehr aus Wasser. Unser Orden hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr den weltlichen Erfordernissen geöffnet. Und das ist nicht das Schlechteste. Schwester! Haben Sie die Versandhauskataloge schon bestellt, um die ich Sie gebeten habe? Da gibt es immer besonders günstige Angebote. Noch günstiger vielleicht als in den großen Supermärkten. Soll ich einen Fax an die verschiedenen Versandhäuser schicken? Eine treffliche Idee, dann geht es noch schneller. Seien Sie so lieb. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Angebot mit holländischem Saatgut. Alles, was ich rot unterstrichen habe. Bestellen Sie das bitte. Und falls Maria wieder anruft und wegen irgendwelcher weltlichen Nichtigkeiten um Erlaubnis bittet, gestatten Sie sie ihr, ohne mich vorher zu konsultieren. Bitte! Das ist kein einfacher Schnupfen, eine Allergie. Albertine Stiller, der kleine Albert. Wir legen ihren Leib in Gottes Acker. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Ja, so schrecklich leid. Ein entsetzliches Unglück. Können Sie nicht endlich mal die Klappe halten? Schwester Maria? Schwester Maria! Herr Gnecco. Fühlen Sie sich nicht wohl? Ach, naja. Kommen Sie, setzen wir uns. Pastor Wölm hat Scheiße im Hirn. Was für ein tröstender Satz, Herr Gnecco. Ihnen steht Pastor Wölm am nächsten. Ich sag nur eins, er hat Scheiße im Hirn, er denkt nicht mehr. Nur weil er die Damen Weber, Lissa und Kreitlein angebrüllt hat? Quatsch, die brüll ich auch an. Schwester Maria, kümmern Sie sich um Pastor Wölm. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Und sei dir gnädig. Der Herr. Maria, ich möchte dich etwas fragen. Hör zu. Was ist dein Papst?
ein Vertreter, der Stellvertreter Gottes. Und was bin ich? Ein Verkünder von Gottes Wort, also auch ein Vertreter. Siegfried, entschuldige bitte. Maria, lass mich bitte ausreden. Es ist sehr ehrenwert, Vertreter zu sein. Also werde ich mich bei Gnecco bewerben. Oder wäre es dir lieber, ich würde für Lühl Eigentumswohnungen verkaufen? Siegfried, du bist Pastor. Eben. Und ein guter. Dann kann ich ja alles verkaufen. Stichwort. Nein, nein, nein. Ach. Pastor Böhm. Ah, Pastor Böhm. Danke, Marianne. Trinken Sie einen mit? Nein, nein, danke. Ist ja gar nichts Leckeres für mich dabei. Alkoholismus passt doch gar nicht zu Ihnen. Stimmt. Ich bin traurig. Was spricht denn Herr Torwart, unser verehrter Apotheker, über Pastor Böhm? Aber Schwester Maria, das wissen Sie genau. Nein. Himmel, Donnerwetter noch mal! Warum kommen Sie immer zu mir? Aber Herr Gnecco, ich kann doch unmöglich zur evangelischen Landeskirche gehen und mich dort erkundigen, was aus Pastor Böhm geworden ist. Es ist so merkwürdig. Sein Auto steht vor dem Pfarrhaus. Rollläden sind runtergezogen. Und die Gemeindearbeit leistet ein junger Vikar. Ich rede noch mal mit Torwart. Übrigens ein ganz mieser Sack. Das Reisebüro hat mir gesagt, er habe einen Flug nach Budapest gebucht. Dann wissen Sie doch schon wieder alles. Ach, nur Vermutungen, Markus. Marion? Ja? Buchen Sie einen Flug nach Budapest auf den Namen Schwester Maria. Ist denn Ihr Familienname? Pfeiffer. Pfeiffer. Ist gut. Nein, nein, bitte nicht, Herr Gnecco. Sie wissen, ich schätze Sie sehr und Sie sind immer so hilfsbereit. Aber ich glaube, Pastor Böhm braucht Abstand. Von uns allen. Von sich selber, Doktorschwester. Jo, Schlasch. Ja. Thank you.
Francia, Magyar, Német, Olasz? Deutsch. Ja, Deutsch. Hand lesen, Dünnet machen oder Horoskop? Reicht meine Hand? Ich stand. Du Mann von Geist schlau. Trist. Ja, Tourist. Ich kann lesen aus Hand. Du bist unverheiratet. Woher wissen Sie das? Sie trägen keinen Ring. Und haben auch Ring nicht aufgelegt. Weil sonst weiße Fläche auf Ringfinger wegen Sonne. Einfach genial, was Sie alles so wissen. Kleiner Tourist. Gib mir 100 Forint. Dann muss ich nicht herumlügen. Dann sag ich, wo kannst du sehr gut essen? Ich hab keinen Hunger. Du warst schon mal hier. Mit Frau, die du liebst. Das lese ich aus Augen. Geh, Rakozi, und zum Biergarten Hühnerleber essen, okay? Kein Freund von dir. Herr Dekan, wollen Sie heute den lieben langen Tag hier oben verbringen? Vielleicht. Schon seit 4 Stunden stehen Sie hier in der Kälte. Und? Kaffee? Nein, Kakao. Mit einem kleinen Schluck Rum gegen die Kälte. Das ist was anderes. Sie sind wirklich eine gute Seele, Frau Hagenmütter. Sehe Schwester Maria gar nicht. Herr, gib Pastor Wöhm die Kraft, zurück zu dir und zu seiner Gemeinde zu finden. Du hast den kleinen Albert und seine Mutter zu dir genommen. Warum? Ich frage mich immer wieder, warum bloß? Wir alle, die an dich glauben, müssen lernen, dass du ein gerechter Gott bist. Aber ich fordere mehr Gerechtigkeit von dir. Nein, entschuldige, ich will keine Geschäfte mit dir machen. Oder hältst du mich gar für hochmütig oder gar eitel, weil ich meine neuen Pflichten und Aufgaben nicht mit genügend Demut erfülle? Weil ich mich dazu habe hinreißen lassen, vor Millionen von Menschen zu sprechen. Lass mich mit meinen Fragen und Zweifeln nicht allein. Hilf mir. Hilf uns allen, Herr. Amen. Nur mal ganz unter uns. Dieser Schlitten passt doch gar nicht zu mir. Das ist doch wirklich weltlicher Tand. Nicht wahr? Das ist ja mein Fahrrad. Das gibt's doch nicht. Kein Mensch ist doch so dumm, diesen alten Drahtesel zu stehlen. Oder? Schwester Mürjan, womit können wir Ihnen dienen? Madame Klein hat mich gebeten, diese Zeitschriften für Sie zu besorgen. Das sind ja Handarbeits- und Stückzeitschriften. Allerdings, Sir. Schwester Maria, das ist ein Notruf. Schwester Maria! Kaplan Kümmel, Sie sind ja ganz außer Atem. Ja, Frau Yvonne bedarf meines seelsorgerischen Beistands und ich wollte Sie bitten, ob Sie mich mit... Bitte. Gut, ja. Steigen Sie ein.
Dieser Himmel, wie der Baldachin eines Bischofs zur frohen Leichnamsprozession. Ist Fräulein Yvonne krank? Das will ich doch nicht hoffen. Obwohl sie wirkte sehr bedrückt. Irgendetwas in ihrer Stimme klang sehr geheimnisvoll. Ich vergesse, Schwester Miriam hat auch Sorgen. Pastor Wölm hat gerade einen längeren Urlaub in Ungarn angetreten. Von einem Kündigungsschreiben ist der Landeskirche noch nichts bekannt. Aber das weiß ich doch, Herr Apotheker. Sein Urlaubsgeld, seine Ersparnisse verzockt er im Budapester Casino. Aber Johannes, woher wissen Sie denn das schon wieder? Sehr verehrter Herr Gnecco, ich gehöre einem internationalen magischen Zirkel an. Unsere Freunde vertrauen sich alle Geheimnisse an. Meinem Lager. Interessant. Für Ihr kleines Geschäft haben Sie aber ein großes Lager. Oh, für die ich Illusionen verkauft, der braucht sehr viel Platz. Sehen Sie mal die Augen, die Sinne unserer Mitmenschen, also ich meine des Publikums, die lassen sich nicht so leicht übertölpeln. Manche Tricks, die sind ja, die brauchen so viel Platz. Aber spezialisiert sind Sie doch auf Kartentricks. Ja, liebe Schwester Miriam, Kartenkunststücke gehören zum A und O eines jeden Illusionisten. So etwas möchte ich bei Ihnen lernen. Schwester Maria kann schon einige Kartentricks. Perfekt. Ach. Übrigens, ich komme aus dem tiefsten Afrika. Mein Vater war allerdings schon bekennender Katholik, aber mein Großvater, der hat auch noch mit Knochen geworfen. Bei mir müssen Sie mehr als fünf Sinne täuschen, Herr Johannes. Liebe Grüße an Herrn Torwart und an den verehrten Herrn Gnecco. Ich hab's doch gewusst, dass sie eine Schnüfflerin ist. Schon beim ersten Mal ist mir das aufgefallen. Ja, tun wir denn was Ungesetzliches? Heute nicht, sonst schon. Frau Yvonne! Schwester Miriam? Schwester Maria? Da sind Sie ja. Ich kann Sie im Moment nicht reinlassen. Unsere Gäste duschen gerade. Miriam, was bitte schön geht hier vor? Dieses Haus birgt eine Reihe von Geheimnissen, hinter die ich auch noch nicht gekommen bin. Hallo, Schwester. Dach, Schwester Maria. Miriam? Schwester Maria, das war echt ein blöder Tag. Es wird die Konkurrenz schon aus Thüringen importiert. Weltniveau. Fliegt doch aus der Staffel. Na, Jungs, habt ihr schon geduscht? Glaubst du, das ist Angstschweiß? Schwester Maria, darf ich vorstellen? Das ist im Moment nicht nötig. Ein Superschwergewicht, ein Mittelgewicht und, Leichtgewicht. Ein Leichtgewicht. Habt ihr diese Jungs etwa aus Thüringen gekauft? Gnecco hat bei den Jungs ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet. Ah ja. Die jungen Männer werden es bestimmt gut bei uns haben. Die sind eine Bereicherung für die Sicherheit unseres Hauses. Die können außergewöhnlich gut mit ihren Fäusten umgehen. Was denn für junge Männer? Was meinen Sie, Herr Kaplan, ob ich mich vielleicht mal beim Facharzt so rundum erneuern lasse, ja? Bitte wie? Na ja, hier. Liften, ach, Sie verstehen aber auch rein gar nichts, Herr Kaplan. Zeigen Sie mal hier. Na ja. Für Sie ist es ja auch noch nicht nötig. Schwester Miriam hat übrigens unserer Entscheidung vollauf zugestimmt. Übrigens hat unser demokratisch gewählter Verwaltungsausschuss den vorübergehenden Einzug der drei Burschen genehmigt. Der Mittelgewichtler, ne, der könnte sogar Ewald flach machen. Ehemaliger DDR-Meister. Los, raus! Zeig mal, was er drauf hat. Ja, großer. Nein, nur lang. Ja, ja. Alles klar? Alles klar. Oh, sonst.
was? Wenn Sie wirklich keine anderen Sorgen hätte, Karl? Iwan, Mensch, Deckung! Also mit dieser Kondition wären die Glattmeister. Ja, und deren eigene Staffel in Dessau, die wird in Zukunft nicht mehr Meister, oder? Ja, gut! Auf Ihre kleinlichen Einwände kann man sich immer verlassen, Schwester Maria. Wissen Sie eigentlich, dass wir im vergangenen Jahr zwei von unseren besten Boxern an den Wattenscheid 09 verloren haben? Ich frage, warum sind Sie gegangen? Na, weil Sie sich verbessert haben. Sie haben sie doch nicht gekauft, sind doch freiwillig zu uns gekommen. Na, Dekan, Sie sind wirklich sehr kindlich und leichtgläubig. Nicht gekauft, Herr Gnecko, nicht Sie? Gekauft. Herr Pastor Wölm würde Ihre Meinung jedenfalls nicht teilen. Achtung, die Deckung! Ja, Sieg. Die Deckung, sage ich! Außerdem ist die Streibestraße kein Leistungszentrum für emigrierte Boxer. In diesem Punkt sind wir uns doch hoffentlich einig, Herr Dekan. Absolut nicht. Ich möchte das mit Ihnen ausdiskutieren, Schwester Maria. Ebert, Mensch! Wiedersehen. Was ist doch? Los! Ja, ja. Links, los, links! Komm nicht in den Weg. Aber jetzt! Konzentration ist denn das... Komm! Hier! Wie immer! Wenn Gott mir die Kraft gibt, Pastor Wölm wieder zurückzubringen, dann verkaufen wir doch dieses Auto, oder? Man macht keine Geschäfte mit dem lieben Gott, Schwester Maria. Das haben Sie selbst gesagt, das sind Ihre Worte. Mache ich ja auch nicht. Das hat doch nichts mit unserem Herrgott zu tun. Das ist ein zivilrechtlicher Vertrag zwischen uns. Auf der einen Seite das Auto und auf der anderen Seite Pastor Wölm. Pastor Wölm sollte Ihnen aber mehr bedeuten, Schwester Maria. Naja, tut er ja auch. Also, wie immer. Meinetwegen anders Auto. Den alten Schlitten kauft uns ja sowieso keiner mehr. Nicht mal Dr. Lühl. Sie haben immer wieder großartige Ideen, Schwester Maria. Sie einen Herzbuben. Fliegen Sie nach Budapest. Danke. Guten Flug. Grüß Gott. Großartig nach Budapest. Ganz, ganz großartig. Wenden Sie sich an Ferik, mit dem habe ich früher ab und an mal zusammengearbeitet. Johannes, was wissen Sie eigentlich nicht? Ja, entschuldigen Sie bitte den Überfall. Also, Ferikin arbeitet jetzt als Croupier im Budapester Casino. Er ist der flinkeste Finger vom ganzen Balkan. Johannes, langsam und deutlich. Gut. Hat Ihnen Dekan Stratmann nicht die volle Wahrheit gesagt? Dekan Stratmann sagt immer die volle Wahrheit. Manchmal vernuschelt er Sie ein bisschen. Ja, ja. Wilm zockt. Sie müssen nämlich wissen, dass es Naturen gibt, die der Spielsucht verfallen, sobald sie anfangen zu leiden. Und Ihr Wilm gehört zu diesen simplen Charakteren. Der Herr Pastor ist ein sehr starker Charakter. Im Augenblick ist er leider sehr verzweifelt. Schwester Maria, der Mensch, speziell der Mann, ist schwach. Ja, ja. Also wo finde ich denn diesen Herrn Ferike? Die Adresse. Stellen Sie einen schönen Gruß von Johannes. Und er wird Ihnen nach besten Kräften helfen. Also, mir gefällt das rote Kleid. Ihnen auch? Ich möchte wissen, was ich tue. Ist das denn überhaupt richtig, was ich tue? Ich muss das doch wenigstens für mich selbst analysieren. Niedlich. Schwester Maria, was bedeutet eigentlich liften? Nein, das halte ich nicht aus. Fragen Sie den Herrn Dekan.
Herr Dekan, was bedeutet eigentlich liften? Das kommt ganz drauf an. Maria, sei so lieb und schick uns ungarischen gelben Paprika ins Kloster. Gelben Paprika, hast du mich verstanden? Doch, doch, du machst immer alles richtig. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit, Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit, Amen. Ich habe alles gepackt, auch dieses lange rote Kleid. Ferike, zum Casino müssen Sie. Ich gehe, Kassel. Casino, meine Herren. Was machst du? Ich glaube, wir sollten miteinander reden. Du hast gewonnen. Eine hochherzige Spende von Herrn Gnecco. Unsere Priorin, weißt du, sie macht nahezu einen Spagat vom Mittelalter in die Neuzeit. Spagat? Ja, sie will erst einmal das Diesseits ergründen, bevor sie sich mit dem Jenseits beschäftigt. Sie hat sogar Kataloge von Versandhäusern sich schicken lassen. Du weißt schon, Siegfried. Nein, Maria, weiß ich nicht. Na ja, Wäscheversand oder sowas. Ach so, ich dachte schon, du meinst was anderes. Siegfried. Musik.
Weißt du, was ich jetzt gerne möchte, Maria? Mich küssen. Was hindert dich daran? Dein Geld. Also nur mein Geld. Herr, verzeih. Unser Herrgott kann sich auf dich verlassen. Der muss es wohl sein. Er macht es uns beiden nicht gerade leicht. Maria, wenn du nicht die Braut Christi wärst, also eine Nonne, was wäre dann? Jetzt? Überhaupt. Ich meine, egal. Ich bin es. Ich ziehe mich wieder um. Natürlich, Maria. Du könntest mich mal wieder zum Essen einladen. Ja, vielleicht zum Wiener Würstchen. Ich lach mich weg. Nein, ich meine mit allem drum und dran. Du hast doch gewonnen und die Taschen voller Geld. Stimmt. In gewissem Sinne verdanke ich dir das Geld deiner hemmungslosen Spielleidenschaft. Weißt du was? Du ziehst wieder dein Abendkleid an und wir machen ein großes Fest. Hm? Das wird zu teuer. Ach nein. Das ist eine gute Kapitalanlage. Eigentlich wollte ich das Geld in einen neuen Gemeindewagen investieren. Oh. Oh. Übrigens, Maria, du hast mir noch gar nicht gesagt, warum du diese weite Reise hierher zu mir gemacht hast. Das weißt du nicht? Nein. Also, Maria, rede. Oder wird es wieder das Wort zum Sonntag? Nein. Ein Bekenntnis. Also, guten Appetit. Bevor du dich mir wie eine von euren unzähligen heiligen Märtyrerinnen präsentierst, möchte ich mal was klarstellen. Ich bin nicht hierher gekommen, um Gott zu entsagen oder dem Teufel in die Arme zu fallen. Nein, nein. Den Freitod habe ich nicht gesucht. Auch nicht auf Raten? Lass es mich mal so sagen. Als du auftauchtest, da hattest du quasi schon gewonnen. Einfach weil du da warst. Ich habe mich sogar unter eine Buche gesetzt und einen armen Hund geschaut. Doch dann kamst du. Und ich war immer noch ein armer Hund. Das bin ich auch. Wie? Du? Siegfried, du hattest allen Grund wegzurennen. Und an unserem Herrgott zu zweifeln. Maria, ich zweifle immer noch. Er ist kein gerechter Gott. Vielleicht wäre das auch zu viel von ihm verlangt. Hallo, hallo. Bist du nicht gekommen, um mich zu trösten? Ich wurde geschickt. Meine Seele zu retten. Verstehe. Ökumenisch. Siegfried, deine Gemeinde braucht dich mehr. Mehr als mich meine Gemeinde braucht. Bravo. 1:0 für mich. Hör mir mal gut zu. Du bist jetzt nicht nur deinem Schmerz verpflichtet, sondern all den Menschen, die durch dich ihre Zweifel an Gott in Grenzen halten. Zum Wohle, Maria. Du bist eine miserable Psychologin. Aber du hast mich überzeugt. Joachim, Joachim. Wir sammeln für die armen Kinder in der Saalzone. Es tut mir furchtbar leid, aber leider habe ich mein Geld im Hotel vergessen. Danke. Dort gibt es sehr viele hungrige Kinder. Ja, es tut mir trotzdem furchtbar leid. Aber ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Aber unser Orden in Polen, in Ungarn, in der Tschechoslowakei, in Bulgarien, in Rumänien, kurz der alte Ostblock, befindet sich in einem Sammelwettstreit. Ach was? Und die polnische Mitschwester führen. Ja, aber wie gesagt, das ist. Sehr hochherzig, gnädige Frau. Sehr hochherzig. Ja, das meine ich doch.
Gott segne Sie. Gesund, Latasch. Grüße. Sehr hochherzig. Liebe Gemeinde, ich bin sehr glücklich und sehr stolz, wieder hier zu sein und vor Ihnen zu stehen. Ich habe eine lange Reise hinter mich gebracht, sagen wir, den Drachen zu suchen und ihn zu besiegen. Komm, ran, Herr Seeler! Nichts da, lass mich vor! Rein damit! Schieß los, schieß vor! Au! Ach, Herr Kaplan. Ich muss gelernt sein, Herr Kaplan. Ich glaube, ich lerne das nie. Ach, wie soll ich denn nur schießen? Mit dem Außenspannen oder mit dem Innenspannen? Oder? Also vor allen Dingen fest und mit dem ganzen Fuß. So, so. Kommen Sie, so. Kapiert? Naja. Hören Sie die Glocken der Paul-Gerhardt-Gemeinde? Schwester, könnten Sie mir nicht die Predigt von Pastor Wöhn besorgen? Ich bin zu neugierig, mit welchen Worten er heute vor seine Gemeinde tritt. Gut, ich werde ihn darum bitten, Herr Kaplan. Aber sagen Sie bitte Dekan Stratmann nichts davon. Ich glaube, unser Dekan sieht es nicht so gerne, wenn wir uns Anregungen bei der protestantischen Konkurrenz holen. Keine Sorge, ich petze nicht. Dekan Stratmann hat auch schon manche Predigt bei Pastor Wörm abgelauscht und umgekehrt. Ach ja? Wo wissen Sie das? Ich habe ein Langzeitgedächtnis, aber nicht weiter sagen. Sein, Herr Dr. Lühl. Frau Doktor, das ist mein Rasen. Es ist aber noch nicht Ihr Auto, Herr Doktor. Eine wahre Rarität. Und dieses Gefährt wollen Sie mir wirklich in den Rachen werfen? Raritäten wirft man nicht in den Rachen, sondern veräußert sie meistbietend. Wer sind die Mitbieter? Berufskollegen von Herrn Rudolf. Auch Baugewerbe? Ja, im Bausektor. Diese Karre ist zwar nicht ganz mein Stil, aber ich habe da eine neue kleine Freundin aus dem Sauerland. Der wird sowas sicher gefallen. Bestimmt. Was hat er da gerade vom Sauerland gesagt? Keine Sorge, Herr Kaplan, nur Gutes. Sie bleiben bei uns. 15 Mille und wir sind ein Pärchen. Gratuliere zur Verlobung. Danke. Versprochen ist versprochen. Ein Versprechen ist eine heilige Sache, Herr Dekan. Und das ist doch ein gutes Geschäft für unseren lieben Gott. Köstlich wie immer. Es könnte sein, dass ich Präses der evangelischen Landeskirche werde, Maria. Ja, gratuliere dir, Siegfried. Aber in Thüringen. In Thüringen? Tja, die haben sich Folgendes gedacht. Die schicken uns ihre Boxstaffel und bekommen mich dafür im Austausch als Präses. Ja, ist doch der berufliche Aufstieg schlechthin. Das klingt aber sehr nach katholischer Amtskirche. Ich wäre der jüngste Präses aller Landeskirchen. Das erfüllt dich doch auch mit Stolz, oder? Aber natürlich, Maria. Auch Danke. Ich bin ein Egoist. Das habe ich heute in meiner Predigt noch einmal ganz deutlich gemacht. Nein, also du bist doch wirklich kein Egoist, Siegfried. Doch, du hast dich immer sehr intensiv um St. Katharina gekümmert. Das kann man wohl sagen. Nun hast du schon wieder vergessen zu beten. Entschuldige, Maria. Segne, was du uns bescheret hast. Amen. Wie ich gehört habe, hat sich deine Miriam bestens in die St. Katharina-Gemeinde eingegliedert.
Stimmt das? Ja, das stimmt. Das ist doch sehr erfreulich. Sie könnte mich ersetzen. Präses der evangelischen Landeskirche in Thüringen? Das ist sowas wie Bischof, Schwester Maria. Ich hoffe, Sie haben ihm nicht abgeraten. Nein, nein, objektiv nicht. Subjektiv wäre ich auch dagegen, wenn man Sie in Pension schicken würde, Herr Dekan. Ja, das will ich hoffen. Aber wenn es dann mal sein muss, dann wünsche ich mir schon Kümmerling zum Nachfolger. Und ich möchte dann, dass er auch einen so guten Mann an seiner Seite hat wie Sie, Schwester Maria. Das ist ein hervorragender Messwein, Herr Dekan. Also Maria, Sie sprechen mit dem Betriebsprüfer vom Finanzamt. Können Sie mir mal helfen hier, bitte? Ja, gleich. So. Haben Sie den 15.000-Mark-Scheck von Herrn Dr. Lühl eigentlich schon eingelöst? Ja, das Geld ist festgelegt. Es dient zur Anschaffung eines neuen Wagens für unsere Gemeinde. Eines neuen Wagens? Naja, irgendwann brauchen Sie ja wieder einen Wagen. Schwester Maria, Sie haben Großes vollbracht für unsere Gemeinde. Sie haben den Herrn Wölm zu seinem Gott zurückgeführt. Er wird vielleicht Präses in Thüringen. Warum freuen Sie sich eigentlich nicht mehr über den Aufschwung unserer Gemeinde? Ach, Herr Dekan, das fällt mir sehr schwer. Ich habe das irgendwie nicht so richtig in den Griff bekommen. Vielleicht habe ich mich wirklich zu weit vorgewagt. Es ist ein sehr guter Wein. Er hat seine Spende von Bruder Johannes Hell vom Weihbischof extra abgesegnet. Von Johannes? Ja, vergessen Sie den Namen, Schwester. Vergessen Sie ihn. Wie könnte ich Johannes jemals vergessen? Dafür schaffen wir Vorderwachs für die Kirche ab. Das heißt, für die Kirche wäre das Risiko. Aber meine Kirche wäre nur heilig. Johannes. Guten Tag, Inspektor Gorski. Keine Sorge, keine Sorge. Weitermachen. Ein Spielchen gefährlicher Kommissar. Herr Kommissar, was Sie hier sehen, das ist natürlich nicht die Wahrheit. Natürlich nicht, wie üblich. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Mit absolut mäßigen Gewinn. Also, Herr Gorski, das ganze Geld, brutto, fließt in die St. Katharina-Kirche. Ja. Ich bin zwar nicht beim Finanzamt, aber Ihr kleiner gemeinnütziger Verein ist uns seit langem bekannt. Sind schon wieder bei der Polizei bekannt. Ich muss jetzt gehen. Das ist aber schade, Herr Doktor, gerade mit Ihnen wollte ich sprechen. Ich habe mit dieser ganzen Angelegenheit nichts zu schaffen. Spielen Sie mal schön gemeinnützig weiter. Sie haben für 15 Entchen bei der St. Katharina-Gemeinde diesen Ami-Schlitten gekauft, richtig? Voll und ganz versteuert. Und nun habe ich was flüstern gehört, der Wagen sei nicht so beliebt in unserem Viertel. Schwester Maria hat den Wagen bis vor kurzem in Benutzung gehabt. Kaum kauft man sich ein großes, auffallendes Auto, beginnt der Sozialneid. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Eine Welt, in der die Kirche zockt. Jawohl. Bitte, Herr Doktor, bitte, ja? Herr Gorski, Moment. Ja? Ich möchte nicht, dass Schwester Maria was davon erfährt. Ach, hat sie noch keinen Verdacht geschöpft? Ich hoffe. Seltsam. Im Nebel zu wandern. Siegfried? Siegfried? Ja. Ach, da bist du. Da bist du also hin. Ja, nach Altenburg. Aber ich bin noch unentschlossen. Obwohl ich zugeben muss, dass mich die Aufgabe irgendwie reizt. Weißt du, Maria, die brauchen da auch Pastoren. Und ihr Katholen seid ja ein bisschen unterbelichtet. Mitteldeutschland war und ist fest in unserer Hand. Wittenberg, da hat alles angefangen. Ich werde also in Altenburg wohnen. Dienstvilla, 7 Zimmer, relativ gut erhalten. Altenburg. Spielkartenstadt, kennst du doch, oder? Oh ja, mein lieber Siegfried, und ob.
Was ist denn schon wieder los, Maria? Gehst du jetzt nach Hause, packst deine Koffer und kommst mit mir? Durchaus möglich. Soll ich? Mhm. Maria, in Altenburg ist die beste Boxstaffel aus der ehemaligen DDR. Und es werden die besten Spielkarten auf der ganzen Welt hergestellt. Eben. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Das kannst du mir ruhig glauben. Guten Tag, Schwester Maria. Schwester Maria, na, Sie können doch hier nicht einfach... Markus. Dr. Schwester. Wo ist denn dein Vater? Tee, Kaffee, Schnaps? Ach, heute vielleicht mal ein Schnäpschen. Also dann Tee. Dr. Schwester, ich muss ein bisschen auf Sie aufpassen, ne? Ja, ja, später mal. Diese Druckmaschine mit den schlechten Farbklischees, wollt ihr die ehrlich ausmustern? Mein Vater mustert doch nicht so aus. Milch? Ja, bitte. Die Druckmaschine ist von Oma, die taugt höchstens noch für 2-Farben-Druck. Was druckt man denn so in 2 Farben? Schwarz, weiß. Mhm. Rot-weiß doch auch. Ja. Und Hochglanz und kartoniert, wie eine Postkarte? Auch, ja. Kann man mit Omas Maschine auch Spielkarten drucken? Das ist geradezu ideal, wenn man eine Konzession hat, Spielkarten zu drucken. Aber für Blumen- und Tierquartett braucht man keine Extragenehmigung. Darf ich dir mal eine logische Gedankenkette entwickeln, Markus? Es kommt drauf an, was am Ende steht. Die Wahrheit. Dein Vater hat in seiner Funktion als Kirchenvorsitzender Dekan Stratmann überzeugt, 3 Boxern aus Altenburg im Palais d'Amour Heimstatt zu gewähren. Kannst du dieser Logik folgen, Markus? Das ist keine logische Gedankenkette, sondern eine Feststellung. Stimmt. Sind diese Boxer vielleicht zufälligerweise Spielkartendrucker? Das ist ein seltener Fachberuf. Das wäre allerdings logisch. Ja? Sind sie es oder sind sie es nicht? Ich weiß es nicht. Du weißt es wirklich nicht. Naja, dein Vater erzählt dir ja auch nicht alles. Aber die Wahrheit kommt ans Licht. Also endlich habe ich auch mal was gewonnen. 13 Mark. 80, meine Herren. Ich verabschiede mich und wünsche noch einen guten Spielplatz. Ich muss zur Festbank machen. Ich muss zur Festbank. Ich muss zur Festbank. Die Karten. Wir haben 282 Mark auf unserem Konto. 292, bitte. Oh Gott, vergiss. Auf ein neues. Ja. Also ich verstehe das nicht. Mindestens 12 Leute haben das Haus betreten und ich kann keinen mehr finden. Das ist ein Wunder, Schwester Miriam. Ach, Herr Dekan, was machen Sie denn hier? Schwester Maria, in diesem Laden ist ein geheimnisvoller Zauber. Früher hätte man gesagt Voodoo. Leute kommen und gehen und verschwinden. Schwester Maria, es wird sich alles aufklären. Alles klärt sich auf. Das wollen wir hoffen, Herr Dekan. Ja. Guten Tag, Schwester Maria. Guten Tag. Schwester Miriam, Sie sollten dieses Etablissement meiden. Ihre persönlichen Gefühle könnten verletzt werden, bitte. Da geht es lang, Schwester Miriam. So. Lassen Sie sich nicht stören. Spielen Sie ruhig weiter. Ewald. Schwester Maria, was der Toni, der Thomas, der Uwe. Wir kennen uns. Hier findet also Ihr Konditionstraining statt. Interessant. Wir machen mal eine Pause. Schon gut, schon gut. Herr Gnecko. Glück im Spiel, na wenigstens etwas. Über die boxenden Spielkartendrucker müssen wir noch ein Wörtchen. Schwester Maria, ich brauchte Fachkräfte. Unser Herr Pressbüter. Ja. Sie nehmen den Gedanken der Ökumene aber sehr ernst. Sie mischen hier kräftig mit. Hm? Ich, ja. Ja, ja. Johannes? Schwester Maria, meinen Sie mit mir? Na komm, Altenburg hat Weltniveau. Könnt ihr drucken und drücken, ne? Boxen und siegen. Vielleicht könnt ihr vorher noch die Maschine einrichten. Und dann macht ihr uns Konkurrenzdruck. Ja, manchmal muss man langsam zusammenwachsen. Schickt euch ungern weg. Wenn er bleiben wird, bleibt. Aber wenn er Heimweg kriegt, dann ist eure Firma drüben vielleicht schon längst den Bach runter. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja.
Danke, Schwester Maria. Johannes, Johannes, Johannes. Ich kann nachts manchmal nicht schlafen und da mache ich mir so meine Gedanken. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, dann bete ich. Dann schlafe ich ganz friedlich ein. Dekan Stratmann hat auch schon bei uns gezockt. Das macht die Sache auch nicht besser. Im Gegenteil. Auch Dekan Stratmann ist für unseren Herrgott nur ein Sünder. Und was für einer. Sogar der Weihbischof hat uns besucht. Bitte. War nicht sehr erfolgreich. Bitte, Johannes. Aber er hat ich will das alles gar nicht wissen. Das belastet mich viel zu sehr. Und prüft meine Überzeugung. Wie sind Sie überhaupt auf unsere Spur gekommen? Mathematik, Physik, Logik und Geruchssinn. Herr Johannes. War Pastor Wilm auch häufig eingeladen? Nein, der könnte Sie nicht beschwindeln. Gewonnen. Oh, ist es schon so spät? Sie haben wieder nicht in meine Akten gesehen. Ist etwas Dringliches dabei? Alles ist dringend. Gewiss nicht so dringend, dass es nicht die neue Generaloberin bearbeiten könnte. Ja. Unsere Maria wird Generaloberin. Unsere Maria. Schwester Silvia. Schwester Silvia, Riechsalz. Habe ich mir's doch gedacht. Hallo. Schwester Prokuratorin. Aufwachen, aufwachen. Freuen Sie sich. Schwester Maria wird Generaloberin. St. Katharina, Schwester Maria, guten Tag. Ehrwürdige Mutter Priorin. Danke, gut. Ist die Entscheidung endgültig? Ja. Ich werde alle Vorbereitungen für meine Abreise treffen. Ein Ewigkeitsabend. Diesmal kann ich die ehrenvolle Aufgabe als Generaloberin, dir und den Menschen zu dienen, wohl nicht ablehnen. Ich weiß, dass du mich gefragt hast. Immer wieder fragst. Sehr laut sogar. Ich wäre gerne hier geblieben. Doch. Es ist dein Wille. Maria. Ich weiter rein. Du hast ja gar nicht angeklopft. Ich klopf doch nie an. Ich werde dich sehr vermissen. Ich werde für dich beten, Siegfried. Und dich auch vermissen. Wirst du auch dafür beten, dass wir uns wiedersehen? Was unser Herrgott einmal zusammengefügt hat, das wird er nie wieder trennen. Maria, darf ich dich etwas fragen? Bitte? Wann kommst du nach Thüringen und besuchst mich?
wenn die Katholikenrate dank deiner tüchtigen seelsorgerischen Arbeit noch weiter sinkt. Dafür hat bereits Martin Luther gesorgt. Mach jetzt keine blöden Witze, Maria. Ich verlasse dich sehr, sehr unglücklich. Ah, hier schenke ich dir Konservenküche mit Pfiff. Wir werden uns wiedersehen, Siegfried. Warum in Herrgotts Namen ist diese Frau Nonne? Wenn ich keine Ordensfrau wäre, Siegfried, hätten wir uns niemals getroffen. Sieh das doch mal so. Oder bin ich vielleicht der Typ Frau, den du auf der Straße nachpfeifst? Und wie? Ganz laut. Ich hab viel von dir gelernt, Siegfried. Und ich werde dich in meinem Herzen bewahren. Und wenn ich dich irgendwo eines Tages sehe, dann... Das darf eine Generaloberin.